Herrn zusammen heute. Ja, vielen Dank. Ah, schau mal, Hallöchen. Hallo, wissen Sie? Ich bin schon seit 16 Uhr hier. Jetzt kommen die alten Männer, die kommen jetzt hier zusammen. Glaube ich auch nicht. Ja, hallo, Markus. Hallo. 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 Oh. Da wird ein bisschen Stress. Sagen Sie, warum sieht sie denn schwarz-weiß? Warum ist plötzlich alles schwarz-weiß geworden? Okay. Ich bin auch schwarz-weiß. Ja. Das hat schon seine los. Seltsam. Ich habe vorher nur gedacht, weil hier Mikrofone hängen, das ist noch von früher, aus den guten alten Zeiten. Ja, das ist von der Stasi noch. Ja, genau. Das, da war ich kurz misstrauisch. Aber dann habe ich diesen sexuellen, sehr aufgeschlossenen Hirsch gesehen. Ja. Und das hat mich dann wieder beruhigt. Das Problem ist, wir machen ja immer so ein Polaroid am Anfang. Ne? Und jetzt ist der Film alle. Das müssen wir entweder wie tun. Ja, wir machen immer so ein Polaroid ja. Von und dann, geht die Musik los. Und der Halter hat leider festgestellt, lass mich da raus, dass der Film alle ist. Ja. Und was macht? Ja, ist das Ihre Brille da oben? Da ist ein Halle? Nee, das, aber ich, Sie trauen mir wirklich, Sie trauen mir diese Brille zu? Nein. Ja, wir müssen dringend reden. Ich bin immer noch schwarz-weiß. Wieso bin ich schwarz-weiß? Wir improvisieren. Das stimmt doch was nicht. Wir machen alles schwarz-weiß. Aber heute bei dir müssen wir. Das ist doch nicht normal, oder? Ich normalerweise. Hier sind auf 1, 2, 3. Ich konnte jetzt gar nicht hören, was Sie gesagt haben. War's nett? Wieso sagen Sie nichts? Weil ich mich nur auf eins konzentrieren kann, vor allen Dingen beim Einschenken. So, mein lieber Pierre-Marcel Krause, Sie wurden 1976 in Karlsruhe geboren. Erzählen Sie uns doch mal etwas von Ihren Eltern. Was machten die beruflich und wurde zu Hause über Kunst und Kultur, über Sport und oder auch Politik geredet? Ah, das die gehen aber voll ins Thema jetzt rein. Ich dachte, wir fangen erstmal an mit Wetter und so. Nein, gut. Meine Eltern sind, ich komme aus einer ganz normalen Familie. Es ist keine Akademikerfamilie. Das heißt, wenn über Kunst geredet wurde, waren es Vincent van Gogh Drucke, die man im IKEA kaufen konnte. Über Politik wurde Gott sei Dank nicht zu viel geredet. Ich glaube, das hätte nicht immer nur zu Harmonie geführt. Und meine Mutter ist Sachbearbeiterin bei den Stadtwerken in Karlsruhe gewesen und mein Vater war Elektriker und wurde später Fernmeldetechniker bei der Bundeswehr. Das war schon mal der erste Konflikt, weil ich will ja Zivildienst, bin ja Zivildienstleister geworden, genau. Aber der war nie in Uniform und heute so in der Retrospektive glaube ich, das war alles nur eine groß angelegte Satireaktion, um den Verein von innen zu untergraben. Aber sagen Sie mal, was mich trotzdem interessiert, Sport spielte der eine große Rolle? Überhaupt nicht, nein. Ich habe bis heute mir sehr viele Desinteressen bewahrt und dazu gehört Sport ganz, ganz weit vorne. Ich finde Schulsport ganz schwierig. Ja. Und da bin ich auch meiner Mutter sehr dankbar, weil sie das so mitgetragen hat. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ab wann verjährt denn sowas? Haben wir einen Juristen da, selbstverständlich. Herr Gysi, ab wann verjährt das denn, wenn man Atteste, sagen wir mal... Gefälscht hat. Das ist schon verjährt. Gut, ich habe Atteste gefälscht und... Und einmal habe ich in der Apotheke so Gips gekauft. Man kann sich ja selber Gips kaufen. Und habe meinen Arm eingegipst. Und zwar zuerst den rechten. Dann habe ich festgestellt, das ist blöd, weil ich bin Rechtshänder. Habe den wieder entgipst und mir dann den linken Arm gegipst. Und das war wirklich, also das war offensichtlich, dass das kein Mediziner gemacht hat. Aber ich bin damit 2 Monate nicht zum Sportunterricht gegangen. Das verstehe ich. Das hätte längst wieder zusammenwachsen müssen. Aber mir hat übrigens ein junger Mann Folgendes erzählt. Er hatte seine Facharbeiterprüfung in der DDR nicht bestanden. Und hat ein Zeugnis, da stand nicht bestanden. Und hat das ganze Zeugnis zerrissen, nicht rausgeschmissen.
rausgestrichen, also rausgeschnitten. Dann hat er alles wieder aufgeklebt auf den Zettel, ist zum Amt gegangen und hat gesagt, er braucht eine neue Urkunde. Dann haben die gesagt, warum haben sie dann alles zerrissen? Na, da war das Emblem der DDR auf. Ich war so fertig mit der DDR. Deshalb habe ich alles, hat dann ein gutes Zeugnis bekommen. Also man muss, und da dachte ich auch, schlau sind die Leute auch immer, was ihnen so einfällt. Ihre erste Erinnerung soll ja dem Zoo in Karlsruhe gelten. Ich war schon in vielen Zoos und Tierparks, muss aber einräumen, den von Karlsruhe nicht zu kennen. Das hole ich aber nach. Bitte. Darf ich mit der typischen Berliner Arroganz mal fragen, gibt es da auch Elefanten, Tiger, Giraffen, Tiger? Alles, ja, auch im Zoo. Giraffen, Löwen? Löwen gibt es. Krokodile? Kennkrokodile? Krokodile. Ah, das weiß ich nicht. Inzwischen sind die, glaube ich, in dem Graben ums Rathaus drumherum gewandert, weil viel kritisiert wird. Ist das ein wirklich schöner Zoo? Ich finde es ein schöner Zoo. Der ist so ein bisschen brutalistisch. Es gibt einen japanischen Garten. Mhm. Es gibt Elefanten. Und das Schöne ist, es gibt eine Brücke, die wird im Volksmund Elefantenbrücke genannt. Weil man, wenn man auf diese Brücke geht, die ist außerhalb des Zoos, man überquert damit quasi den Zoo, kann man kostenfrei schon mal die Elefanten angucken. Also die größte Attraktion im Zoo eigentlich. Ziemlich dumm wirtschaftlich, aber sympathisch von der Stadt. Und es gibt so eine Bahn. Das ist meine Kindheitserinnerung. Meine Mutter hatte eine Jahreskarte für den Zoo. Das ist eine auf Schienen fahrende Bahn mit Oldtimer-Autos. Und die hatten so ein Lenkrad vorne. Und ich habe immer geglaubt, dass ich dieses Auto lenke. Und ich kriege jetzt noch feuchte Hände, wenn ich dran denke, dass ich da drin sitze bis zu meinem 21. Lebensjahr. Gedacht, ich lenke diese übrigens Autos. Typisch, ich war mit meinem Sohn mal in der Sowjetunion, also da war der 8, jetzt ist er über 50, ja, liegt jetzt schon eine Weile zurück. Und das Schöne war, die Piloten, weil es das einzige Kind war, holten den immer nach vorne und ließen den angeblich auch fliegen, was der wirklich glaubte. Und dann machten die wirklich so und so. Ja. Also ich meine, das geht heute gar nicht mehr nach allen Rechtsvorschriften der Welt. Aber damals jodelten alle Leute und sagten, George, hör auf, nicht so viel schaukeln und so weiter. Das fand ich auch witzig. Erzählen Sie jetzt mal für mich eine Idee ernsthaft etwas mehr von Karlsruhe. Ich kenne dort natürlich das Bundesverfassungsgericht, ich kenne auch den Bundesgerichtshof und ich war häufig in dem wirklich spektakulären Hotel Kübler. Den Zoo will ich noch kennen. Das ist der mit den ganzen bunten Stellen, wissen Sie, wo schon seit Jahren immer auch noch ein Swimmingpool geplant ist, der aber nicht zustande kommt, etc. Aber was, wenn ich das nächste Mal in Karlsruhe bin, soll ich mir außer dem Zoo unbedingt ansehen? Ich würde das Schloss nicht unbedingt, das kann man von außen, das reicht als Kulisse. Außerdem lasse ich auch nicht Leute rein. aber wenn sie klingeln und nett fragen. Da gibt es einen wunderschönen Schlosspark mit einem alten Baumbestand. Mhm. Also das ist wirklich ein Wald. Der ist sehr schön. Da kann man sich gut tatsächlich auch ein bisschen so den Geist freilassen und spazieren laufen. Und Karlsruhe ist eine unterschätzte Stadt. Es ist eine kleine Stadt. Es ist eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, wo man von einer Großstadt sprechen kann. Aber auch, also nur weil was Kleines, also die Größe sagt ja nichts über Qualität. Sie wissen das am besten. So. Nein, ist doch so. Ne? So, weil ich sehe das ganz oft, dass das so belächelt wird, dass man so sagt, hier, guck mal hier, warum lebst du nicht in so einer coolen Stadt wie Hamburg oder Berlin? Nee, ich wohne da ganz gerne und ich mag das, dass man zu Fuß alles durchqueren kann. Und ich sehe eine florierende und wirklich sehr aktive Kunstszene dort. Das ZKM ist zum Beispiel dort ansässig. Ja. Also Museumsbesuche würde ich. Klingeln Sie wirklich bei mir, ich führe Sie durch Karlsruhe. Gut, mache ich. Machen Sie eh nicht. Sie werden sich wundern. Ja. Wie war Ihr Schulbesuch? Stimmt es, dass Sie eher introvertiert, zwar nicht außerhalb, aber doch eher am Rande der Klasse waren, also mitnichten ein Klassenklon oder so, dass sozusagen Sie auch zu sich erst später gefunden haben? Ich würde sogar sagen, ich bin es immer noch. Würden Sie sich als extrovertiert bezeichnen? Nein. So, ne? Aber es ist Teil. Nur teilweise. Genau. Es ist so, dieses Exponieren ist ja Teil unseres Berufes auch. Ja. Und das dann wieder in sich gehen und wieder so ein bisschen, also ein bisschen nerdig zurückgezogen sein, das ist bis heute noch so. Vielleicht kompensiere ich damit auch. Oder ganz sicher kompensiere ich. Wir sind ja auch unterschiedlich. Also, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der zum Frühstück gar nicht gerne redet. Und es macht mich verrückt, wenn einer auf mich einquatscht zum Frühstück. Ja. Abends, da kann ich reden. Ja. Die Menschen, gibt eben die berühmten Frühzeit- und die Spätzeitmenschen. Ist bei mir exakt genauso. Ja. Wie machen Sie es in Hotels? Es gibt ja Hotels. Ja. Es gibt in Köln ein berühmtes Hotel. Ich bin da gerne, weil es ist in der Nähe des Bahnhofs und man kennt sich und das sind einfach so nette Leute. Aber sie sind halt alle da. Die gesamte Branche ist da.
Und wenn man dann frühstücken geht, trifft man sie halt auch alle. Und es ist auch immer schön und nett. Aber ich hab's echt. Am liebsten frühstücke ich ungeduscht in Unterwäsche alleine und spreche mit niemandem. Das ist in diesem Frühstückssaal komisch. Ja. Deswegen mache ich's nicht. Ich habe Folgendes festgestellt: Wir waren jetzt zu viert bei einer Fahrt und eine redete die ganze Zeit zum Frühstück, alle anderen drei nicht. Und dann höre ich auch nichts. Ja. Also ich frühstücke vor mich hin. Maria, was hat die eigentlich gesagt? Mein ganzer Geist war abgeschaltet. Und haben Sie das trainiert oder konnten Sie das schon immer? Nee, das kommt von alleine. Ja gut, ich trainiere mich drauf. Ich gar nichts. Warum mochten Sie die Naturwissenschaften nicht? Und gilt das auch für die Mathematik oder nur für Chemie, Biologie und sowas? Insbesondere für die Mathematik. Mein Mathematiklehrer hat damals gesagt, du wirst irgendwann im Leben feststellen, wofür du die Mathematik ganz dringend brauchst. Und bis heute muss ich sagen, das ist falsch. Wirklich, weil hier drin ist ein Taschenrechner. Ja. Nein, es ist tatsächlich, ich glaube, es ist eine Talentfrage. Ja, aber wenn Ihnen Mathematik so schwer gefallen ist, warum haben Sie denn dann Bankkaufmann gelernt? Sehr gute Frage. Es steckt ein Journalist in Ihnen. Ja. Ich kann sie so gar nicht beantworten. Ich war 16, das war ein... Ich wusste, dass das, was ich mal mache, dass ich das jetzt noch nicht mache, aber um nicht als arbeitsloser Künstler zu gelten, habe ich, weil ein Kumpel in einer durchtränkten Nacht davor gesagt hat, er hat sich da beworben, habe ich mich da auch beworben und dann war das heute auch in der Retrospektive Materialsammlung. Was haben Sie denn dort, ich weiß nicht genau, was man lernt, lernt man Verträge abzuschließen oder Zinsen zu berechnen oder ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Und das ist das Problem. Man lernt das alles, ja. Ich muss dazu sagen, es ist keine Übertreibung. Es war wirklich so, als ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich die überhaupt geschafft habe, ist grenzt an einem Wunder, hat der Ausbildungsleiter gesagt, Herr Krause, das war das schlechteste Ergebnis in der Geschichte unserer Bank. Und es ist eine sehr alte Bank. Insofern, ich habe eigentlich nicht wirklich was gelernt. Und es tut mir heute auch leid, weil vielleicht habe ich ja jemandem den Ausbildungsplatz weggenommen. Aber Sie haben Abschluss gemacht. Ich habe einen Abschluss gemacht, richtig, ja. Ordentlich. Ja. Weshalb entschieden Sie sich gegen die Bundeswehr, was Sie schon andeuteten, und für den Zivildienst, zumal Ihr Vater Elektriker bei der Bundeswehr war? Wie kam das? Ich war zum einen aus tiefster Überzeugung, dass ich keine Waffe in die Hand nehmen werde. Und ich trage... Aber woher kam die Überzeugung? Aus Filmen, aus Büchern, durch Freunde? Das aus all dem. Ne? Mhm. So entstehen Überzeugungen, ja. Überzeugungen entstehen durch Literatur, entstehen tatsächlich auch durch seine Peer Group, wie man heute sagt, also die Menschen, mit denen man sich umgibt, durch das intensive Hermann Hesse Studium, das man irgendwann mal beginnt als junger, langhaariger, filterlose Zigaretten rauchender Pseudo-Intellektueller. Und ich hatte schon immer ein Anti-Autoritäts-Gen. Also ich hatte schon immer Schwierigkeiten damit, wenn jemand mir sagt, was zu tun ist und ich den Sinn dahinter hinterfrage und ihn nicht erkenne. Dass dieses Anti-Autoritätsgehen in einem Konstrukt wie der Bundeswehr ist, glaube ich, nicht hilfreich. Können Sie einfach vergessen. Ja. Und ich will immer daneben schießen. Ich spiele ab und zu mit meinen Kumpels Fortnite. Ich weiß, ich bin viel zu alt dafür. Ich treffe nie was. Und werde immer von 12-Jährigen sofort verprügelt, die zielsicher sind. Also ich wäre einfach auch ein schlechter Soldat. Also das sind so eine Computerspiele? Das oder sind so eine ja, sie ja, machen na, diese Geste. Na, das sind gar, so eine... Haben wir gegen die Kinder gar keine Chance. Gar keine Chance. Die hatten mal so ein Ding mit einem Rätsel gemacht. Ich habe das nie lösen können. Und die Kinder standen da in Minuten. Hatten die ja, in Sekundenschnelle. Ja. Wie sah denn Ihre Tätigkeit im Pflegeheim der AWO, also das ist ja die Arbeiterwohnorganisation, aus? Und was haben Sie erlebt? Hat Sie das geprägt, wenn man so hilflose Menschen sieht, denen man helfen muss und wo man so über den Sinn des Lebens und auch eines solchen Lebens nachdenkt? Das prägt doch in gewisser Weise. Total, ja. Das ist, und auch das ist Materialsammlung gewesen und das hat auch geformt. Ich habe das auch viel zu spät sozusagen mich darum gekümmert, wie so oft, um deine Stelle als Zivi zu finden. Viele haben es sich natürlich einfach gemacht und haben Essen auf Rädern gemacht, haben dann quasi Pizzadienst gemacht und hatten den Nachmittag frei. Ich war im Pflegeheim und dann auch noch im Nachtdienst. Ich dachte, okay, mach's dir so bequem wie möglich. Du kannst Nachtwächterposten haben, das heißt also von 21 Uhr bis 7 Uhr morgens. Und ich ging diese Fehlannahme in diesem Job, dass es da ruhig ist.
Und das stimmt überhaupt nicht. Das ist wirklich, das ist die Hölle. Das ist, und man ist alleine mit einer Schwester. Also auch da dieses, ganz ernsthaft, dieses Miterleben, wie es um die Pflegeberufe bestimmt ist und wie, welche Überforderung man dort einfach oft überlebt, das war total pflegend. Das war total prägend. Deshalb habe ich auch ganz viel applaudiert da, zu Corona-Zeiten aus dem Fenster, weil mehr Applaus ist ja auch dann gut, wenn die Mieten teurer werden. Davon. Ja, aber wissen Sie, was mich wirklich stört, das ist ja wieder ein klassischer Frauenberuf. Also es gibt natürlich ein paar Männer, aber überwiegend Frauen. Frauenberufe sind deshalb Frauenberufe, weil sie schlecht bezahlt werden. Deshalb gehen wir Kerle auch nicht hin. Also, und aber die Männer werden auch schlecht bezahlt dort. Also das ist tatsächlich, es ist ein wirklich ein unterbezahlter Job für die Verantwortung, die man da trägt. Ja. Und ich bin da auch in der Naivität reingegangen. Ich werde da mit der alten Frau Schmidt durch den Garten laufen und sie erzählt mir ihr Leben und ich erfahre und erlerne. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, man macht in einer Fließbandarbeit Dekubitusvermeidungen, wechselt Windeln, wird mit jeder Körperflüssigkeit konfrontiert, die aus dem menschlichen Körper rauskommt und sieht sehr viel Elend. Das ist für einen jungen Menschen, ich war damals so am Anfang 20, schon sehr belastend. Also ich kann jetzt sagen, ich habe noch nie so viel gesoffen als in meiner Zivi-Zeit und gar nicht mal so sehr aus Spaß. Heute mache ich es aus Spaß. Aber trotzdem, wie kam es dazu, dass Sie dort im Klinikfunk moderierten? Das war parallel dazu und es war tatsächlich ein anderes Krankenhaus. Das habe ich wirklich auch freiwillig gemacht. Und das war so ein bisschen eine Vorbereitung auf meine Zeit in der ARD, weil die konnten nicht wegrennen. Was haben Sie denn da moderiert? Man konnte sich eine Sendung selber zusammenstellen. Ich habe vor allem Tagesaktuelles kommentiert. Auf die Musikauswahl hatte ich keinen Einfluss. Das war dann, das war das, was das SWR-Fernsehen heute erfolgreich in Schlagersendungen so produziert. Auch gemein gegenüber Leuten, die da liegen und sich nicht wehren können. Aber das war toll. Und auch das ist ja alles Ehrenamt. Ne? Das waren alles Leute, die das gemacht haben aus Spaß an der Freude. Und super, also auch da ziehe ich meinen Hut. Sie haben in Köln 4 Semester ein Sprachstudium absolviert. Und 4 Semester, Und warum mochten Sie es nicht? Auch was ist denn an Sprache so schlecht? Nein, Sprache ist mein, das ist das Beste. Das ist die einzige Liebe sozusagen, die ich von Anfang an sofort erkannte und der ich, also nicht die einzige, ich werde auch der jetzigen Liebe treu bleiben, aber das ist die größte Liebe überhaupt. Ich habe dieses Sprachstudium, ehrlich gesagt, aus demselben Beweggrund, ich habe nebenbei eigentlich Kurzfilme gemacht. Ich war in einer Zeit sozusagen kreativ, in der es noch nicht möglich war, Studiengänge zu belegen, die diese Kreativität ausleben hätten können. So. Und da dachte ich, gehst du nach Köln, da ist das Rheinland, da sind die Menschen sympathisch, das stimmt. Da ist auch das Fernsehgeschäft, vielleicht kannst du da ja mal irgendwo Fuß fassen. Und hab da tatsächlich dann, war da anwesend. Was war denn das für ein Studio? Das war am Ende ein Dolmetscherstudio. Kein Fremdsprache, doch. Genau, ja. Englisch-Französisch. Ich bin da völlig naiv. Mein Englisch ist sehr gut, aber mein Französisch ist auf dem Fünftklässler-Status sozusagen. Und das habe ich dann während des Studios erst bemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Wie kam es dazu, dass Sie Kurzfilme drehten, zum Beispiel Damenbesuch und Atemräuber? Übrigens, Damenbesuch habe ich mir extra in Vorbereitung angesehen. Den kann man gucken? Wo kann man den gucken? Ja, über YouTube zeige ich Ihnen nachher. Ist wirklich amüsant. Vielleicht können Sie mir noch ein bisschen Fortnite beibringen. Ja. Okay, aber weil ich selber nämlich den schon mal, weil ich den auf VHS tatsächlich. Und ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich, VHS, es ist nicht nur eine Volkshochschule, sondern auch ein Videoformat. Ich habe den selber schon seit 20 Jahren wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Ich habe schon immer Medien konsumiert und habe am Anfang Freude am Auditiven gefunden. Also bei uns, wo ich lebe in Karlsruhe, spricht man ja nicht so, wie ich gerade rede, sondern da spricht man so, dass man es nicht versteht. So, und das habe ich mir sehr schnell abtrainiert. Und irgendwann kam, und hat das mit, Sie kennen vielleicht noch diese Rekorder, wo man Play und Rekord gleichzeitig drückt. Ja, klar. Ne? Und dann nimmt man so auf. Damit man dann aufnehmen kann. Genau, und dann kann man seine Radioshows und so machen. Und irgendwann kam das Bild dazu. Und mein Vater hat sich damals eine VHS-Kamera gekauft. Und ich habe dann das Stop-Motion-Verfahren erfunden. Ich bin bis heute sicher, ich habe es erfunden. Es gab es schon vorher. Das war erschreckend. Also, dass man quasi, man drückt auf Rekord. Dann schiebt man das Glas wieder, dann drückt man auf Stopp, dann drückt man auf Rekord und so. Und dann am Ende hat man so ein Glas, das läuft. Und damit habe ich angefangen. Und da habe ich dann Blut geleckt und Kurzfilme gemacht. Und ich dachte, der neue Stanley Kubrick ist geboren. Aber es war auch gleich Ihre Idee, dass Sie komisch sein sollten. Ja, Humor hat schon immer eine übergeordnete Rolle gespielt, ja.
Das ist aber deshalb interessant. Sie hat sich nämlich während des Studiums für Fernsehsender und Produktionsformen beworben, aber der SWR wurde auf sie wegen dieser Kurzfilme aufmerksam. Ja. Und zwar dem Chef von Das Ding gefielen ihre Filme. So bekam sie einen Vertrag für 3 Jahre. Ist denn das üblich, dass man gleich einen Vertrag für 3 Jahre kriegt? Es war auch tatsächlich gar nicht so. Also heute würden sie mir so einen langen Vertrag nicht mehr geben, da bin ich mir sicher. Diese Bewerbung war initiativ. Ich wusste selbst gar nicht, wo will ich denn da eigentlich hin und was macht man denn damit? Ich kannte das Fernsehen auch nicht so gut, wie ich es heute leider kenne. Und dieser Chef von Das Ding, das war ein Radiosender im Sendegebiet, rief mich an und fragte, ob ich den jungen Leuten, ich war selber damals auch noch junge Leute, ob ich denen beibringen könnte, wie man Fernsehen macht. Und ich dachte, nein, und sagte, ja. Und dann dachte ich, kann ja nicht so schwer sein, und habe meinen guten Freund mit, der auch Kamera gemacht hat, und wir sind dann da tatsächlich völlig, quasi naiv da rangegangen und haben einfach gemacht und konnten einfach machen. Und das wurde gesendet. Und daraus entstand dann diese damalige Jugendsendung, die aus einem Team von 3, 4 Leuten entwachsen ist. Aber Sie haben doch dann relativ bald einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, ne? Da gab es damals, mit Verträgen ist der SWR ganz vorsichtig, ja, wir wollen uns nicht zu sehr an die Leute binden. Da gab es damals, glaube ich, so eine Mitarbeitendenvereinbarung von einem Jahr oder so. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass man so erpicht darauf war, mich unbedingt halten zu wollen. Hm. Von 2005 bis 2020 moderierten Sie die Late Night Show Pierre M. Krause Show im SWR. Ihr erster Gast war Frank Elstner. Ja. Also meine erste Frage, wie kommt man gleich an diesen Chef, diesen Altmeister der Fernsehunterhaltung ran, wenn man so jung ist, wie Sie es damals waren? Das liegt vor allem daran, dass Frank Elstner einfach eine richtig coole Socke ist. Sie haben ihn ja auch schon kennengelernt. Ja. Ne? Und es ist wirklich ein, also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein vom Aussterben bedrohte Art des Showmasters, weil es ist wirklich so, also auch wenn man in seine Talkshow geht, der ruft einen persönlich an, der lädt einen persönlich zu seiner Show ein. Da geht es jetzt gar nicht darum abzusprechen, was man in dieser Sendung bespricht, sondern es ist einfach nur die Geste, das Persönliche. Und Frank lebt ja in Baden-Baden und war, ich meine, auch bei Das Ding TV mal schon zu Gast, was noch bemerkenswerter ist, weil das hat nun wirklich gar niemand geguckt. Und die Late Night haben ein bisschen mehr als gar niemand geguckt. Aber er kam. Er kam, weil er, glaube ich, auch so jemand ist, der gerne fördert. Das stimmt. Also er legt ja immer auch viel Wert auf junge Leute. Und zum Beispiel ist er auch so ein Typ, der eben Wetten, das gemacht und dann zu dem Gottschalk gesagt hat, mach du das. Punkt. Ja. Also er hat auch nichts dagegen, dass der das dann sogar besser macht. Im Gegenteil. Ja. Dann, das finde ich auch erstaunlich. Das ist wirklich selten. Wobei ich ja finde, er hat es also anders gemacht. Ne? Ich finde, Frank Elstner hat es schon auch sehr gut gemacht. Der hat ja auch selber gesagt. Aber nicht völlig anders eben. Genau, völlig anders. Und bei Frank, das sagt er ja auch selber, standen die Menschen, die WettkandidatInnen, die Wetten an sich im Vordergrund, und bei Tommy war es halt Tommy. Ne? Also es war eigentlich eine Show um Tommy und dann, ach, da kommt noch ein Bagger hier, habe ich gar nicht gesehen, da, mach mal. Paris Hilton. So, ne? Ja, aber ich habe ihn danach erlebt in einer Sendung, die ihm nicht gelungen ist. Es ist auch wirklich interessant, was dir wirklich auf den Leib geschrieben ist und was nicht. Ja, total. Wer sucht da eigentlich nach welchen Kriterien die Gäste aus? Für die Late Night, das war ja eine wöchentliche Sendung, da war das schon so, dass man, wie das heute auch so ist bei Talkshows, die im Fernsehen laufen, dass man sozusagen das, was der Markt anbietet, gerne annimmt. Ne? Und es hat ja immer einer ein Buch, eine Tour oder eine CD oder einen Film zu verkaufen, und dann darf er gerne in die Show kommen, wir reden kurz über das Buch und machen dann Quatsch. Und haben Sie sich wirklich gewünscht, dass Ihr letzter Gast wieder Frank Elstner sein sollte? Ja, also der es gab sozusagen keinen letzten Gast, weil es war tragischerweise so, dass wir die allerletzte Sendung, die 616. Ausgabe, mitten in der Corona-Zeit aufzeichnen mussten. Das heißt, es gab kein Publikum, nicht mal das Team war vollständig da. Das war also eine ganz traurige Veranstaltung. Ich saß am Ende verbotenerweise. Das ist noch nicht verjährt, kann ich ja sagen. Ach, egal, ich habe einen Anwalt hier sitzen, Sie boxen mich da raus. Ja. Ich saß verbotenerweise mit der Showband, dem Redakteur und der ehemaligen Showband und ein paar Leuten aus dem Team Cola trinkend auf dem Parkplatz des SWR. Das war unsere Abschiedsparty nach 16 Jahren Late Night. Das wollte ich Sie jetzt fragen. Obwohl Sie das wirklich 16 Jahre gemacht haben, das ist meines Erachtens die längste Late Night Show, die es hier gegeben hat, waren Sie trotzdem sauer auf den SWR. Was hat er Ihnen zum Schluss getan?
was er mir zum Schluss getan hat. Der hat die Show abgesetzt. Naja, sauer ist... Ich halte es im Nachhinein für einen Fehler. Ich glaube, das hätte man nicht machen müssen. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, da vielleicht einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinzustecken und zu sagen, wir haben da ein inzwischen schon auch namhaftes Produkt. Wäre doch ganz schön, wenn da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung auch von Senderseiten kommt, dann kann man das vielleicht auch erfolgreich machen. Sagen Sie mir mal, wieso kommt das zum Ende? Ich verstehe ja, wenn die Leute das nicht mehr gucken, aber es gibt ja so Sachen, die eigentlich gut laufen und trotzdem zu Ende. Ja, das sind Senderentscheidungen. Das zu hinterfragen habe ich längst aufgegeben. Das ist, glaube ich, ähnlich wie in der Politik. Also das sind am Ende ja auch nur Menschen mit Meinungen. Und die halten sich an den Excel-Tabellen von irgendwelchen Marktanalysen fest. Umfragen sind das in der Politik, bei uns sind es Quoten. Und beides ist teilweise fragwürdig. Und dann muss man eine Entscheidung eben akzeptieren. Ich verstehe es sogar ein bisschen, ich bin aber nicht sauer. Ich bin pragmatischer geworden. Also, ich habe auch so pragmatische Gedanken, die ich zum Beispiel, die Werbung geht ja immer von den 14- bis 49-Jährigen aus. Was ich nicht verstehe, denn das Geld haben ja die Alten. Also wenn, dann müsste man die ja dafür gewinnen, das ihren Enkeln zu kaufen. Das finde ich viel schlauer. Ja. Aber die denken, die äußern dann die Wünsche, wa? Das kann sein, ja. Das ist also ich glaube, es gibt 8.000 GfK-Geräte, 5.000 bis 8.000 GfK-Geräte in ganz Deutschland, verteilt auf sozusagen 40 Millionen Haushalte. Und die sind repräsentativ dafür, was im Fernsehen geguckt wird. Aber wie gesagt, in Mathe war ich immer schlecht, vielleicht ist das auch. Sie haben eine Vorliebe für skurrile und ungewöhnliche Gäste. Erstens, wie finden Sie diese? Also wie findet man skurrile und ungewöhnliche Gäste? Und zweitens, was reizt Sie an solchen Personen? Na, es ist immer, jetzt ist kürzlich Helmut Berger verstorben. So, und das war, also ich bin damit gesegnet, dass im Grunde jeder, den man so kennt, in dieser Late Show schon war, glaube ich, kann ich fast sagen. Oder jeder, den ich auch gerne mal da begrüßt haben möchte. Helmut Berger zum Beispiel nicht. Aber das ist noch jemand, da hast du im Voraus gewusst, egal was du vorbereitest, das gleitet sowieso, also das läuft aus dem Ruder. So. Und dieses ein bisschen Jazzhafte, dieses Unberechenbare, das finde ich reizvoll, weil da wache ich auch erst auf. Sie haben ein Talent dafür, auch in unerwarteten Situationen humorvoll zu reagieren. Wie schaffen Sie es, sich eine solche positive Haltung zu bewahren? Das ist ja nicht so einfach. Man kann ja auch sauer werden, wütend werden, sagen, ich habe keine Lust mehr auf diesen Idioten hier, der quackelt nur dummes Zeug und so. Aber Sie meistern das. Ja, das ist, glaube ich, eine Mischung aus Professionalität und Wahnsinn. Wobei, nein, Professionalität ist es nicht. Es ist ja immer, wenn man das, was ich mache oder was wir jetzt auch hier machen, das ist ja immer, das dient ja der Unterhaltung. Und wenn das Gegenüber das nicht so sieht, dann ist es gerade falsch im Job. Dann, also warum bist du dann da, wenn du nicht auch der Meinung bist, es ist unsere Dienstleistungsaufgabe, jetzt Unterhaltung zu generieren. Das ist schon da. Ich will, dass das für die Leute lustig wird. Gehen die ersten schon? Ja, ich wundere mich auch. Gut, das kann aber sehr gutes Timing. Nur nach hinten. Haben Sie sich jetzt, spucke ich zu sehr beim Reden? Ist das nee, das finde ich deshalb ganz interessant, weil ich mal erlebt habe, dass eine sehr berühmte politische Moderatorin mit einem früheren ersten Bürgermeister von Hamburg, ein Sozialdemokrat, der auch eher weiter rechts ist, wie geht's denn Frau Christiansen? Wollte. Ja. Und der... Er kam nie über vier Worte hinweg. Die ging immer dazwischen. Und da adelig ist, schwieg er sofort und wartete. Dann versuchte er wieder dazwischen. Ich hätte beim vierten Mal gesagt, ich finde, Sie sind so viel klüger als ich, dass die Sendung Sie alleine machen können. Sie können, ich weiß gar nicht, warum Sie mich eingeladen haben. Also, aber er reagierte überhaupt nicht beleidigt oder so, sondern äußerst diszipliniert. Das ist doch super souverän. Ja, und damit ist es auch entwaffnend am Ende. Ja. Denn das Ziel war ja wahrscheinlich schon Provokation. Und er hat sich nicht provozieren lassen. Richtig. Sie haben mit Annetta Politti gelegentlich Clubdance Night im Radio moderiert. Was quackelt man denn so zwischen Musik miteinander? Redet man dann über die Musik oder redet man über was ganz anderes?
Das ist schon sehr lange her. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe großen Respekt vor diesem Radiohandwerk. Ich war da wirklich nur, ich habe da Kaufmannsladen gespielt, ich war neben dran gestanden. Das ist ja wie ein Raumschiff fliegen. Ne? Also wirklich höchste Achtung vor, man muss dann Jingles abfahren und Geräusche zuspielen und dann noch an das Wetter, den Verkehr, damit man die Straße und so weiter denken. Das hat mich technisch komplett überfordert. Ich stand neben dran und habe ab und zu einen Witz gemacht. Und im Grunde habe ich das selber auch gemacht, während die Musik lief. Mir war das egal, ob das Mikrofon offen oder geschlossen war. Erzähle ich immer andere Sendungen von Ihnen auf. Bitte erzählen Sie uns doch immer kurz, worum es ging und wie es war. Also, es geht um mein Leben. Ja, das war, es gab damals den Digitalsender 1 Plus. Das war von der ARD, gab es ja die Digitalsender 1 Festival 1 Plus. Heute One. Da haben wir eine Sendung gemacht, das war so im Grunde eine Wissenscomedy. Das ist das Genre, was wir damit so ein bisschen erfinden wollten. Also es sollte eine lustige Sendung sein, also wirklich lustig und nicht so öffentlich-rechtlich lustig. und aber gleichzeitig soll der Zuschauer, die Zuschauerin auch ein bisschen was lernen. Und das haben wir, ich glaube, in 4, 5 Staffeln, erfolgreich weiß ich nicht, aber es waren schöne Sendungen gemacht. Ich bin aber froh, dass es diese Sendungen nicht mehr gibt, dass man die eben nicht mehr angucken kann, weil Warum? Ich glaube, dass die, ich habe sie selber auch nicht mehr gesehen, ich gucke das selten an, meine eigenen Sachen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob alles gut gealtert ist. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man Dinge verklärt und glorifiziert und in der Vergangenheit lässt. So das, wie die unendliche Geschichte, den Film. Das kenne ich. Ja. Ja. Tier hoch 4. Ja, das war schön. Da war ich muss dringend, das habe ich dann später gelernt, dieses Seminar Nein sagen lernen belegen. Und da waren noch keine Teilnehmerplätze frei. Nein, das war eine Kindersendung. Und ich habe erst gemerkt, während ich das machte, dass, also RedakteurInnen erzählen einem ja gerne Dinge, die am Ende aber in der praktischen Umsetzung gar nicht so sehr an das erinnern, was sie mal erzählt haben. Sprich, also du kannst da voll dein Ding machen und es ist dein Humor und so weiter. Das war am Ende dann doch nicht so. Es war eine Tiersendung. Ich erinnere mich an eine Situation im Studio, vom WDR produziert. Das Schönste da übrigens war, ich traf tatsächlich die ProtagonistInnen von der Sendung mit der Maus. Und einmal war ich im WDR in Köln und da stand wirklich Christoph mit diesem grünen Pullover. Der ist da dran getackert, dieser Pullover. Der trägt den wirklich. Das war ein toller Moment. Und einmal im Studio, da erinnere ich mich auch noch dran, da ging es um Chamäleons und wie die so, also dass die so Wände hochlaufen können und ihre Farbe ändern. Und ich stand im Studio und hatte ein Chamäleon auf dem, so ein kleines auf der Hand und erzählte was über dieses Chamäleon und es bewegte sich, habe ich nicht mitbekommen und es fiel dann so runter. Und dann kam, also wirklich, kam selbstverständlich der Typ von dem Chamäleonheim und hat mir einfach ein neues. Das war so, dem Chamäleon geht's gut, das hat das überlebt, aber so ist Fernsehen. Das passiert auch mit Protagonisten in den Talkshows. Ja. Einfach. Krauses wunderbare Welt. Oh, das weiß ich selber nicht mehr. Ich glaube, das war ein Versuch von, wir recyceln alte Filme aus der Late Night und machen neue Moderationen drumherum und haben somit eine billige Fernsehsendung produziert. Die ist wirklich billig. Die Sofa-Richter. Da war ich, glaube ich, nur zu Gast. Das ist so, das wäre für Sie interessant. Da geht es um gefühltes Rechtsempfinden. Also dass man sozusagen einen juristischen Fall vorgesetzt bekommt und dann entscheidet sozusagen nach dem eigenen moralischen Koordinatensystem, ist das jetzt Unrecht oder wie wäre da zu verfahren? Stelle ich Ihnen eine juristische Frage. Bitte. Sie schließen einen Kaufvertrag für einen Kühlschrank. Unterschreiben, haben aber das Geld nicht mit. Gehen am nächsten Tag hin und bezahlen. 3 Tage später wird Ihnen der Kühlschrank geliefert. Ab wann sind Sie Eigentümer? Ich bin Eigentümer ab dem Zeitpunkt, an dem ich ihn bezahlt habe. Besitzer bin ich ja schon, wenn ich ihn habe. Eigentümer bin ich dann, wenn ich bezahlt habe, nicht wenn ich den Kaufvertrag habe. Das wäre furchtbar. Wissen Sie auch warum? Wenn das Auto, das Ihnen den Kühlschrank bringt, einen Unfall hat, der Kühlschrank ist kaputt, es wäre schon Ihrer, dann können Sie aber mit der Versicherung versuchen, wieder zu einem Kühlschrank zu kommen. Erst bei Übergabe ist es Ihrer, dadurch haftet der Laden und muss Ihnen einen gleichen Kühlschrank liefern. Und wenn ich ihn noch nicht bezahlt habe, dann bin ich trotzdem Eigentümer? Dann, wenn Sie ihn den bringen, sind Sie trotzdem Eigentümer, aber zahlungspflichtig, klar, ja. Ah, ich wusste, diese harten Haken. Ja, natürlich. Ja.
hat mir Spaß gemacht. So, Buchstabenbattle, was ist das? Und das ist, da bin ich aber wirklich nur zu Gast. Das ist so eine Sat.1-Show, die sehr, sehr erfolgreich im Vorabend lief, wie jedes, wie jede Sendung bei Sat.1. Und da war ich ab und zu Gast. Das waren Spiele mit Buchstaben. Und TV-Helden? TV-Helden war eine sehr schöne Sendung. Das war eine Sendung für erstaunlicherweise RTL. Und eigentlich war das aber eine Satire-Sendung, die so eher in den öffentlich-rechtlichen Kosmos gepasst hätte. Mit Caro Corneli und Jan Böhmermann. Wir waren ein Trio in schwarzen Anzügen und hatten sozusagen in, auch mit versteckter Kamera in satirisch motivierten Missionen die Aufgabe, denen da oben mal so gehörig zu zeigen, wo es lang geht. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit einem Bahnchef hier in Berlin ein Interview machen wollte, beziehungsweise ich war der Redakteur, aber unser Moderator kam zu spät, weil er mit der Bahn unterwegs war. Und ich hielt den die ganze Zeit hin. Der war da 2 Stunden, habe ihn dann ab und zu aber auch ein Wasser gebracht und einen Keks. So wie es bei der Bahn auch der Fall ist. Solche Filme haben wir gemacht. Da haben wir einen deutschen Fernsehpreis dafür. Da gibt es auch noch einen ganz trockenen Keks zur Not. Ja. Ja. Der ist furchtbar. Das stimmt. Und dann noch Ihre Quiz-Sendung, die ja wohl immer noch läuft, Sagt die Wahrheit. Da bin ich auch im Panel, wie man sagt, zusammen mit tollen Kolleginnen. Wir sind da inzwischen auch so ein bisschen familiär. Das ist eine Produktion, die fühlt sich jedes Mal an wie ein kleines Klassentreffen. Und ich hoffe, dass es diese Sendung noch ganz lange gibt, weil man da mit den skurrilsten Geschichten konfrontiert wird und weil das noch so Fernsehen ist. Die Sendung ist aus den 50er Jahren. Ne? Ja. Also das ist eine Sendung aus einem amerikanischen Patent, aber, To Tell the Truth. Aber was ist das für eine Quiz-Sendung? Da sind drei Personen, die behaupten alle, diese eine Person zu sein, die beispielsweise, keine Ahnung, ganz einfache Sachen, Hutmacherin ist oder aber einen Weltrekord hält im Bart tragen oder sowas. Hm? Und dann muss man durch schnelles und kombiniertes Fragen erraten, wer das ist. Und dafür gibt es eine bestimmte Zeit, ja? Und da gibt es immer 45 Sekunden pro Runde. Und das ist wirklich toll. Ich lerne so viel durch diese Sendung. Macht großen Spaß. Ich hoffe sehr, dass es die noch lange gibt. Weil das ist ja, ne, ja, es geht ja gerade die große Schere durch die Sender. Nein, vor allen Dingen macht das ja auch den Leuten Spaß. Ja, wer ist er denn? Na, ich glaube der. Nee, ich glaube der. Total. Okay. Und das Gucken, überraschend. Also die Sendung sieht auch noch so aus wie in den 50er Jahren. Was man heute als Retro cool betrachten kann. Und es gucken tatsächlich mehr junge Menschen diese Sendung auch, als man es annehmen würde. Ja, wenn man jung ist, will man ja noch lernen. Wenn man alt ist, will man nicht zugeben, dass man es nicht weiß. Das ist ja unterschiedlich. Ist das von Ihnen? Ja. Sehr gut. Danke. Danke. Von 2009 bis 2010 waren Sie im Ensemble von Harald Schmidt. Ab 2011 gehörten Sie zum Team der Harald Schmidt Show. Ich kenne Harald Schmidt auch. Er ist schnell und schlau. Was mich interessiert, kamen Sie erstens gut mit ihm hin und haben Sie von ihm auch was gelernt, wo Sie gesagt haben, das muss ich anders machen oder so? Also zur ersten Frage, das erinnere ich tatsächlich noch. Ich habe ja die Show auch mit zu Grabe getragen. Ich war ja auch in der letzten Show dabei. Ein wirklich tragischer Moment. Und war zu der ARD-Zeit und zu der Sat.1-Zeit und dann zu der Sky-Zeit, die wenigsten erinnern sich, mit dabei. Und als ich Harald das erste Mal traf, da lieferte ich noch Filme zu, also machte quasi Filme, wie das, was meine Kernkompetenz war, in denen ich aber auch sozusagen im On war. Und als wir uns das erste Mal trafen und uns unterhielten, da sagte Harald einen Satz, den ich nicht genau zitieren kann, aber lief darauf hinaus, dass er sagt, ja, weil das, was du machst, ist ja nicht Comedy, sondern Humor. Und das war der Moment, wo ich dachte, ja, wir verstehen uns. So, das ist genau. Und dann war später das mit dem Filmemachen, glaube ich, nicht mehr so ganz im Budget, bei Sat.1 und bei Sky. Und dann war, und das war die beste Zeit, da war ich Sidekick. Saß also, da war Bastian Bielendorfer, Klaas-Häufer Umlauf, ich und Olli Dittrich und so, wir waren im Wechsel immer wieder mal Sidekick und das war die beste Zeit, weil das war im Grunde, wir trafen uns vor der Show, haben gefragt, hast du auch Phoenix geguckt? Das war die Vorbereitung, Phoenix gucken eigentlich und saßen uns in die Sendung und haben über das geredet, worüber wir auch Backstage geredet haben und das war super. Was mir an ihm so gefällt, ist den Humor, den er in der Sendung hat, die Ironie und das alles, das macht er auch danach weiter. Ja? Total. Das ist nicht aufgesetzt, sondern das steckt so in ihm drin. Absolut. Ja, und er ist wahnsinnig schnell, finde ich. Also Sie sind auch wahnsinnig schnell. Wie kommen denn zwei so wahnsinnig schnelle Leute miteinander hin? Sie überholen sich ja ständig. Bitte? Achso. Danke, Mama.
Aber ich glaube, das war wahrscheinlich diese berühmte Chemie, die dann gestimmt hat. Und man muss natürlich auch immer, man muss sich auch immer seiner Rolle bewusst sein, wenn man in der Late-Night-Show von Harald Schmidt ist. Das ist immer noch der Chef. Ja, ne? Klar, da man klar. Ist immer und ich habe, und das meine ich jetzt auch gar nicht, das ist gar nicht so eine Phrase, ich habe überhaupt kein Problem damit, jemand anderem die Steilvorlage hinzulegen, damit er den Gag machen kann. Und weil ich, glaube ich, ganz gut weiß, wie der so tickt, hat das ganz gut funktioniert. So. Und das ist ein bisschen wie beim Fußball. Ich benutze eine Fußballmetapher, das ist wirklich absolut unbrauchbar. Das stimmt. Die wirklich Guten geben ab, damit das Tor wirklich fällt. So. Und die ganz eitel und versuchen, das von jeder Stelle selbst hinzukriegen. Es funktioniert oft. Und das geht schief, wenn man so einen Brillanten da sitzen hat. Ja, das stimmt. Ich fühle mich, es ist so ein Misstrauen, dass ich mein Handy hier nicht backstage lasse. Es ist aber nicht so, ich weiß auch nicht. Ich habe es halt dabei. Nein, vergessen Sie nachher. Auf gar keinen Fall. Gut. Das ist wirklich. Und ich habe heute übrigens diese Hose, ich habe einen Leinenanzug an. Die habe ich heute mit dem Wasserkocher im Hotel geglättet. Fantastisch. Ist ein Lifehack für alle. Einfach die Hose über eine Lampe und drunter den Wasserkocher anmachen und dann den Deckel auf und dann kommt der Dampf und der glättet die Hose. Ja, wir sind was das Fantastische. So, das ist mein öffentlich-rechtlicher Auftrag, dass Sie was lernen. Ich muss über mich nachdenken. Ich habe gar keinen Leinenanzug. Also, wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Muss das Fernsehen so sein, wie es ist, lautet eine Ihrer Fragen, was ich interessant finde. Obwohl ja die Mediathek vieles öffnet, gibt es aber immer mehr Menschen, die sich zumindest von öffentlich-rechtlichen Sendern abwenden. Nicht nur das politische Vertrauen nimmt ab, überhaupt das Vertrauen. Sie machten Selbstversuche über das Fernsehmedium TV mit Janine Michaelsen und Philipp Walulis. Und das Ganze hieß Fernseh willkommen im TV-Wahnsinn. Erzählen Sie mal. Und danach kommt gleich die Frage, wie die Diskussion auch bei der Leitung des Fernsehens aussehen oder ob die sich dazu kaum Gedanken machen. Da muss ich aufpassen. Ja. aber es wird mir ja immer wieder unterstellt, ich würde sozusagen Sender bashen und so, was ja gar nicht stimmt. Ich bin ja immer noch seit 20 Jahren bei diesem öffentlich-rechtlichen Verein und das hat ja Gründe. Und der, wenn nicht wichtigste Grund, ist eben genau das, weil Sie eben über das Vertrauen gesprochen haben. Das ist diese politische Unabhängigkeit. Da gibt es natürlich Einzelfälle, die sind tragisch und die sind sehr unerfreulich. Aber im Großen und Ganzen ist die Idee immer noch die beste. Und deswegen bin ich da noch dabei. So. Und ich glaube auch in einer Welt, wie wir sie heute beobachten, das war übrigens schon immer so, wir haben jetzt nur viele mehr Möglichkeiten, diese Welt zu beobachten, ist ein unabhängiger Journalismus und auch die Unterhaltung. Denn die Unterhaltung trägt da auch schon ein bisschen Verantwortung. Wichtiger denn je. Das ist der Grund und das ist ein absolutes Pro-Argument fürs Öffentlich-Rechtliche, das ich hier in einem fahnenhochhaltenden Plädoyer auch unbedingt in den Vordergrund stellen möchte. Die zweite Frage habe ich währenddessen vergessen. Was war die zweite Frage? Ach so, die Fernseher. Da gab es tatsächlich nur eine Ausgabe. Das war auch irgendwie alles ein bisschen unerfreulich, weil es war eigentlich eine schöne Sendung. Man hat, das ist auch schon länger her, das ist bestimmt 10 Jahre her, Janine Michaelsen, Philipp Walulis und ich waren sozusagen als Fernsehsatiriker. Wir arbeiten für das Medium und in diesem Medium, aber wir stehen natürlich auch immer so ein bisschen drüber und beobachten es und kritisieren es auch, was ich finde auch Teil unsere Aufgabe ist, dass man immer selbstkritisch ist und guckt, was machen die KollegInnen so. Und darum ging's. Und es gibt in dieser Sendung eine schöne Sache, an die ich mich gerne erinnere. Danach sage ich dann die, an die ich mich nicht gerne erinnere. Die schöne Sache war, ich habe mich eingeschmuggelt bei Andy Borgs Musikantenstartl. Damals noch war das ja noch eine 20:15 Uhr Live-Sendung. Da waren sie alle, also das Who is Who der Schlager- und Volksmusikbranche. Und da haben wir einen schönen Beitrag gemacht, aber mein persönliches Ziel war und meine Challenge, ich will am Ende auf der Bühne stehen und neben Andy Borg im Takt klatschen. Das war einfach ein Kindheitstraum und das habe ich geschafft. Und stand da wirklich in dieser Live-Sendung, klatsche neben Andy Borg im Takt und er hat das am Anfang so gar nicht so richtig mitgekriegt und macht, ja, Messe, wo ist dies? So, das war... Und aber der hat Humor, der hat es, glaube ich, auch gar nicht. Ich wurde innerhalb von 15 Sekunden von dem Security unsanft aus dem Bild geprügelt. Und also das ist bei mir einfach, da reicht ein Anhauchen, aber wurde also nicht überfordert. Und das Interessante war, ich bekomme 10 Minuten später ganz viele SMS von FreundInnen und Bekannten, die sagen, geil, ich hab dich bei Andy Borg. Und du merkst so richtig, wie die während des Schreibens, scheiße, der weiß ja, dass ich das gucke. Weil ich dann immer zurückgeschrieben habe, wieso guckst du das? Das wusste ja keiner. Ja.
Das mag ich auch, wenn Leute sagen in der Sendung X, dass sie daran teilnehmen, finde ich einen Skandal. Dann schreibe ich mir zurück, warum schauen Sie es sich an? So, ja. Genau. Das ist ja das Schöne. Man kann es nämlich lassen. Das ist ja das Gute. Ne? Niemand zwingt ja, das zu gucken. Diese Sendung ist dann, die sollte mutig sein und auch edgy, wie die Medienmenschen gerne sagen. Und mutig und edgy ist ja eine Kernkompetenz der ARD und deswegen wurde die Sendung dann am Ende runtergekürzt von 45 Minuten, ich glaube 28, weil einige Dinge waren dann doch zu mutig und wurde dann zu einem prominenten Sendeplatz von, ich glaube, 0.45 Uhr versendet. Und dann ging es überraschenderweise nicht weiter, weil die Quote nicht so gut war. Damit haben wir nicht rechnen können. Sagen Sie mal, trotzdem interessiert mich, wird denn in den Leitungen des Fernsehens, ganz neutral sollen Sie das sagen, um sich da nicht zu verscherzen, ernsthaft über den Vertrauensschwund diskutiert, wie man das wieder anders hinbekommen kann? Ich glaube, ich kann das nur vermuten, ich kann mit in einzelnen Gesprächen, kann ich das bestätigen, das ist so, da ist eine Selbstreflexion da. Jetzt ist aber auch natürlich, sind gerade die Öffentlich-Rechtlichen mit so viel beschäftigt, wo es auch darum geht, wir müssen entschlanken, wir müssen irgendwie die Kohle zusammenbekommen. Also da ist gerade sehr viel selbst zu reflektieren. Aber ich würde mal sagen, man geht vereinzelt auch selbstkritisch an die Sache ran. Das war eine Politikerantwort gerade, ne? Ja. 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 Ja, die kenne ich. Ja. Vor allen Dingen reden Politiker so lange, damit sie nicht so viel Fragen zu beantworten haben. Hm? Das ist aber auch, ich finde, das ist eine... Aber mein Lieblingsinterview war mit Willy Brandt, liegt Jahrzehnte zurück. Da hat der Journalist ihm vorhin gesagt, wir haben nicht viel Zeit, ja, ich bitte um kurze Antworten. Und dann sagte der nur, ja. Nein, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht, der verzweifelt. Ja. Aber ich habe mich amüsiert. Aber es ist eine konkrete Antwort. Ja, da kann man sich doch mal drüber freuen. Sie besuchten in Ihrem Format Kurzstrecke Promis wie zum Beispiel Krömer und Pocher bei der Arbeit oder in der Heimatstand. Wieso war das für Sie eine Art Anti-Fernsehen? Weil es kein Format ist. Weil Fernsehen braucht ja immer, das ist nun mal so, da entscheiden Leute darüber, die einen sogenannten Pitch, also dass man eine Idee erklärt bekommt und dann wird entweder sowas gefragt wie, wo war das schon mal erfolgreich und so und wo ist da die Fallhöhe, wo ist da der Breakfast Value und eben so Medienwichser-Sprache. Und das ist so, das ist gar kein Konzept. Also das Konzept ist ja, ich treffe mich mit Leuten und zwar, und das ausdrücklich gesagt, nur Leute, auf die ich Lust habe, da sind ja inzwischen auch, das ist ja ein großer Kreis, auch an, ich möchte sagen, freundschaftlich Zugewandten entstanden und begleite die beim Mülltrennen oder irgendeinem anderen Termin. So. Also so alltäglich und so banal, umso besser ist es. Wie waren diese beiden Sendungen zum Beispiel? Fanden Sie sie gut gelungen mit Pocher und mit Krömer? Bei Pocher ist es tatsächlich so, dass ich da in einer gewissen Dankbarkeit bin, weil der hat kurzfristig, ich habe ihn persönlich gefragt und kurzfristig zugesagt, weil jemand anders abgesagt hat. Und das ist, finde ich, sehr kollegial gewesen. Ja. Deswegen ist insbesondere diese Sendung auch inhaltlich gar nicht so auf ihn zugeschnitten, weil wir haben gesagt, okay, was können wir morgen machen? Wir fahren auf den Rummel. So. Was ein großer Fehler ist, weil der natürlich, also das Klientel, das in Köln auf der rechten Randseite auf den Rummel geht, kennt Oliver Pocher. Und er hat, also wir waren ständig damit beschäftigt, eine Pause zu machen, weil er Selfies gemacht hat. Ansonsten mag ich das Format, weil es wesentlich vorbereitungsunintensiver für mich ist. Ich bin natürlich vorbereitet, aber das ist was anderes. Und weil es eben so, weil es so Anti-Fernsehen ist, weil es eben nicht so geleckt ist, weil die wenigsten auch geschminkt, also Kosmetik auch inhaltlich ist, weil man auch mal einen Kameramann im Bild sieht und so. Das gefällt mir ganz gut nach all der Zeit. Wie kamen Sie auf die Idee, also die Reihe heißt Krause kommt, Prominente zu Hause zu besuchen und wieso lassen Leute wie Toni Marshall oder Gitta Sachs, Playmate des Jahrhunderts, oder Oliver Kalkofe und andere Sie zwei Tage in Ihr privates Umfeld? Ich meine, Sie interviewen nicht, Sie führen so Gespräche, aber man sieht ja doch das gesamte private Umfeld. Außerdem übernachten Sie dort. Erzählen Sie mal ein bisschen davon, wie läuft denn das?
ein bisschen muss auch der Mythos befeuert werden. So viel kann ich nicht erzählen. Ich erinnere mich aber tatsächlich an eine Übernachtung bei Ulrich Kienzle, den ich sehr schätze, und seine Frau. Er ist ja leider nicht mehr unter uns. Und ich übernachtete in seinem Arbeitszimmer. Deshalb, ich wollte auch nach Ihnen fragen, habe ich mir gesagt, da nicht mehr unter uns, ist aber trotzdem. Erzählen Sie ja, mal. Schön, ja, Toni Marshall hat er ja auch nicht mehr. Ja. Ne? Und das war tatsächlich ein sehr seltsames Erlebnis, weil ich schlief in einem Arbeitszimmer und blickte auf ein eingerahmtes Bild, auf dem Ulrich Kienzle neben Saddam Hussein steht. Also so Mustache Brothers waren das. Und das war komisch. Man wusste auch immer, wer ist welcher so. Ne? Das war wirklich, das war seltsam. Und ansonsten die Frage, warum die Leute mich da rein... Ich kann es nicht beantworten. Ich glaube, die sich... Aber mit sagen die, also das sind wir nicht... Die Ecke auf keinen Fall und so. Ja. Das finde ich aber auch in Ordnung. Ich ja auch. Ja. Also es gibt auch welche, die sagen, ist egal, überall. Aber wenn man sagt, pass auf, ins Schlafzimmer nicht, oder wenn man irgendwie alle Sachen irgendwie in ein Zimmer geräumt hat, um es woanders sauberer aussehen zu lassen, dann das finde ich in Ordnung. Das kann man machen. Und das ist ja auch ein riesen Vertrauensbeweis und ein Privileg. Können die Leute daraus die Adresse entnehmen? Nein, oder nicht? Da achten wir auch immer drauf. Also wir schauen auch immer, dass wir keine Hausnummern zeigen, dass wir ein Haus nicht identifizierbar von außen zeigen. Ja. Weil wir natürlich auch nicht wollen, dass da dann Fans oder das Gegenteil davon kommt. Ja. Genau. Sie auch übernachten wollen. Ja. Sie haben, sagten Sie ja schon gelegentlich, Gastauftritte zum Beispiel in der Satire-Sende Kräumann, in mehreren Folgen in der Comedy-Impro-Show Mord mit Ansage, moderierten das Baden-Badener New Pop Festival und die TV-Now-Show täglich frisch geröstet. Ist das für Sie eine wichtige Abwechslung, also nicht nur eigene Shows zu machen, sondern nur Gast zu sein oder nur in Anführungsstrichen? Und ist das einfacher, sodass Sie sagen, ich brauche das auch mal zur Erholung, dass ich dreimal als Gast auftrete, bevor ich wieder meine eigene Show mache? So und so. Also es gibt natürlich auch Produktionen, da gibt es eine gewisse monetäre Attraktion. und die ist im Privatfernsehen gegeben. Da habe ich natürlich auch einen Filter. Also ich mach nicht alles, aber ich denke, okay, das kannst du machen. Da verrätst du sozusagen nichts. Also jetzt zum Beispiel so ein Buchstabenbattle. Das ist ein lustiges Spiel, ist aber jetzt, würde man jetzt eigentlich sagen, das ist die Sendung, wo ich sage, oh, da bin ich aber ganz stolz drauf, da mitgemacht zu haben. Aber am Ende gucke ich aufs Konto und denke, dann weine ich auf dem Weg zur Bank. So. und ja. Und bei den anderen Sachen ist es so, wie Sie sagen, tatsächlich. Also es ist eine Abwechslung und es ist immer, das klingt partiell auch schlimm. Irritiert Sie diese Fliege auch? Reflexe wie ein Karate-Kid. Das wird auch noch strafbar. Flieg, du bist frei! Wissen Sie, dass das Töten, das Unbegründete... Die lebt noch, die Töten... Das unbegründete Töten einer Wespe kann mit einer Strafe in allen Bundesländern, mit Ausnahme von Hessen, bis zu 50.000 Euro bestraft. Ich schwör's Ihnen. Jetzt würde mich aber interessieren, gibt es ein begründetes? Naja, wenn Sie gerade stechen wollen, dann dürfen Sie doch im Notwehr sozusagen. So, aber, aber es ist auch völlig grotesk. Was sagt der Jurist, wie beweise ich das? Ja, eben. So. Also es geht nur durch Denunziation von Nachbarn oder Freunden. So. Anders nicht. Und nur in Hessen, da ist die Höchststrafe 5.000. Das finde ich auch einen interessanten Unterschied. Ja. In Hessen ist es billiger, Wespen zu töten. Ja. Das nehme ich, okay. Also wenn überhaupt, können wir diesbezüglich nur nach Hessen gehen. Deswegen gibt es sehr viele Wespenhasser. Aber Sie haben auch bei verschiedenen Comedy-Formaten mitgewirkt. Unter anderem aktuell bei Genial daneben mit Hugo Egon Balder. Was fasziniert Sie an Comedy? Und wie schätzen Sie die Wirkung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ein? Ist das nur Ablenkung? Ist das mal was anderes? Oder ich glaube, dass es eine tiefere Wirkung hat, dass man sich sowas dann eben auch gerne ansieht. Und ich glaube, Sie auch ganz gerne daran mitwirken. Beides. Also auf die Frage, ob es eine Ablenkung oder was Tiefgehenderes ist, ist es beides. Es ist natürlich auch Eskapismus. Also eine Sendung wie Genial daneben ist eine lustige, launige Sendung, wo man ein paar Leuten dabei zusieht, wie sie im Grunde scheitern und sich um Kopf und Kragen versuchen, irgendwie aus der Situation rauszureden oder ihr Unwissen sozusagen zu verstecken. Das ist einfach nur Unterhaltung. Aber das ist ja auch nicht blamabel, weil es ja immer Fragen sind,
Absolut. Die man nicht kommt. Ne? Und da muss ich einen Schritt vielleicht doch zurückgehen, weil man lernt ja dann doch was. Ne? Also man weiß ja dann plötzlich dann doch, was ein Konformator ist oder so. Ne? Mhm. Also so ganz ohne einen, das könnte auch eine öffentlich-rechtliche Sendung sein, aber ich glaube, die haben es damals abgelehnt, als Hugo das vorgeschlagen hat. Sagen Sie mal, und der Walder, der hat ja nur die Rolle, dass er das weiß. Ja. Ist die angenehmer als die Raterolle? Ich meine, man strahlt so eine Überlegenheit aus, ne? Ja. Aber eigentlich ist man doch gerne eher ein bisschen witzig und lässt sich was einfallen. Er kann sich ja mal kaum was einfallen lassen. Und es macht einfach auch wirklich tierisch Spaß. Also es macht Spaß, weil man weiß ja vorher nichts. Man geht da unvorbereitet rein und muss aus der Situation irgendwas machen. Das mache ich am liebsten. Zum einen, weil ich mich nicht vorbereiten muss. Das kommt mir entgegen. Da kann ich andere Sachen machen. Und zum anderen, weil es immer anders ist. Ich sage immer, es ist wie Jazz. Ne? Es ist so, man jammt so ein bisschen und man hält den Ball in der Luft. Und wenn das Gegenüber das mitmacht, dann ist das ein schönes Spiel. Und ich finde das ja auch witzig, dass die Leute sich immer was einfallen lassen und wahnsinnig stolz sind, wenn sie, glaube ich, 500 Euro oder so gewinnen, ne? Wenn die Frage nicht beantwortet werden kann. Ja, das hat schon was. Wie sah Ihr Wirken in der Corona-Zeit aus? Was haben Sie sich einfallen lassen? Also eine Sache mit der Kohle haben Sie uns ja schon erzählt, aber generell. Mit der was bitte? Mit der Corona-Zeit. Also die Kurzstrecke entstand während der Corona-Zeit tatsächlich. Das war aber gar nicht so sehr dem Umstand geschuldet, dass man sich sozusagen nicht mehr in einem Studio treffen konnte oder auf einer Bühne, sondern eben draußen. Ich glaube, das Format hätte es so auch gegeben, aber es hat irgendwie ganz gut in die Zeit gepasst, weil draußen durfte man sich ja begegnen und es hat, so blöd das auch klingt, auch Leute beschäftigt. Ne? Das ist ja auch so. Also auch auf dem freien Markt haben viele Menschen plötzlich keine Jobs mehr gehabt. So, das haben wir dann damit auch so ein bisschen. Ich habe dann die letzten Ausgaben der Late Night auch in einer ähnlichen Spielstätte wie dieser hier gemacht und habe nur lokale Künstler aus der Region eingeladen, weil die gerade keine Bühne haben. Die konnten nicht performen und dann konnten sie bei uns wenigstens zum einen das tun, was sie am liebsten machen, nämlich unterhalten, eben ohne Publikum, aber für ein Fernsehpublikum. Und die Spielstätte wurde noch mal ein bisschen ins Rampenlicht gerückt. Das war so ein bisschen das, was ich tun konnte, weil man ja eine Verantwortung auch trägt, wenn man exponiert ist. Viele in der Politik haben das erste Mal begriffen, wie das Schicksal von Solo-Selbstständigen aussieht, von Freiberuflerinnen und Freiberuflern. Die genialste Erfindung ist, weil die Künstlersozialkasse gibt es ja wirklich in keinem anderen Land, das ist schon genial. Aber ansonsten gibt es ja überhaupt keine soziale Absicherung, gibt kein Arbeitslosengeld, nichts etc. etc. Ja, nochmal, viele sind daran zerbrochen. Ja. Also es sind Veranstalter daran zerbrochen, es sind KünstlerInnen. Es ist ja nicht jeder ein berühmter Künstler, der die Langzeit arbeitet. Wer ganz ruiniert war, die Leute, die Großveranstaltungen organisieren, die darauf spezialisieren, die hatten ja nichts mehr als Auftrag. Ja, also das war schon. Und diese Verletzungen sind bis heute tief. Das ist immer noch so. Und die Kinder, also erstens haben die Eltern plötzlich doch gelernt, den Beruf der Lehrerin und des Lehrers zu schätzen. Ja. Denn jetzt mussten sie selber unterrichten und haben festgestellt, wie schwer das ist. Ja. Und zweitens haben viele Kinder doch Schäden davon getragen. Ja. Das darf man nicht unterschätzen, was da passiert ist. Und da störte mich auch was am Fernsehen. Ich darf das ja sagen, ich selber bin viermal geimpft und zweimal genesen, also mehr geht gar nicht. Aber ich bin ja Ossi. Impfen. Ja, schon als Kind eine Schlumpf, immer rennen mit dem Zeug. Also es hat mir auch nie geschadet. Vorsicht am Frankfurter Hauptbahnhof. Aber wissen Sie, aber es gab ja auch entschiedene Gegnerinnen und Gegner. Leute, die Angst hatten. Und die wurden ja nur abqualifiziert und kamen kaum zu Worte. Das finde ich falsch. Ich habe ja nichts dagegen, dass drei Ihnen widersprechen. Aber Sie müssen ja wenigstens mal Ihre Argumente im Fernsehen vortragen. Unbedingt, das sehe ich tatsächlich genauso. Und auch da erkenne ich so ein bisschen auch wieder in dieser reflektiven Retrospektive das Erkennen von genau diesem Missstand. Ich meine, dass darüber auch geredet wird. Aber es ist natürlich jetzt zu spät. Ich finde das auch tatsächlich. Und es ist ja auch viel besser, dass sich jemand mit Argumenten, die nicht tragfähig sind, selbst demontiert, damit der Rezipient sich dann ein Bild machen kann, sagen, okay, der hat vielleicht einfach keine Ahnung, wovon er da redet. Aber das ist besser, als dass mir jemand anders sagt, der hat keine Ahnung. Wie bekommt man, wie bei guter Unterhaltung, monatlich die Mischung aus Kultur ist ja dabei, Comedy ist dabei, ein Gast und dann noch Überraschungsgästen hin. Und was ist an Ihren Gästen überraschend? Also die gute Unterhaltung ist eine Art Talkshow. Das ist, es gab, als es die Late Night nicht mehr gab, die konsequente Ansage, es darf auf keinen Fall eine Late Night sein. Ihr dürft keine Showband haben. Gut, jetzt haben wir eine Showband.
keinen Tisch. Wir haben einen Tisch, wir sitzen am Tisch. Es ist aber gar keine Late Night. Und im Grunde lassen wir so ein bisschen diese Elemente, wie dass es zu viele Zuspielfilme gibt, dass es tagesaktuelles Geschehen kommentieren und so gibt, weg. Und wir reden einfach. Im besten Fall miteinander so, dass ein Gespräch entsteht, das sich selbst trägt und das ich eben nicht immer wieder nachfragen muss, sondern dass man auch mal sagt, jetzt verlassen wir gerade die Richtung, bleiben aber bei einem Überthema, damit man so ein bisschen eine Orientierung hat. Das sind zwei prominente Gäste und es gibt einen Überraschungsgast, also von dem wir alle nicht wissen, wer das ist, wo wir auch im Gespräch dann ein bisschen versuchen, der kommt dann zum Schluss der Show. Was ist die Überraschung? Die Überraschung ist, man weiß, also ist, und das kann irgendwie, das Schöne ist, das kann alles sein. Also wir hatten eine Sendung zum Thema Reisen und dann kamen zwei sehr sympathische, ein Ehepaar Menschen, die, wie sich dann im Gespräch herausstellte, die hatten ein Busunternehmen, die haben Busreisen gemacht und haben dann da so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählt. Oder jetzt hatten wir zur Sendung Musik, damit haben wir quasi, glaube ich, das Studio auch entweiht, da muss jetzt ein Priester durch, hatten wir eine Modern Talking Tribute Band. Und genauso wie sie reagieren, war es auch. Ja. Genau, und das ist so ein bisschen die, also und das Schöne ist, bei der Überraschung ist dann, wird ja nicht nur die Zuschauer überrascht, sondern auch wir. Und das ist halt echt. Also das, was da passiert, kann auch immer das heißt, scheitern sein. Das kann der Beruf sein, das kann die Stellung sein, alles möglich. Genau. Ich muss Sie etwas zum unfassbar schlauesten Menschen der Welt bei RTL fragen. Bitte nicht nach den Regeln, weil die habe ich erst in Episode 6 kapiert. Kein Witz. Ja. Ich saß in dieser Sendung und habe erst, als die Hälfte schon aufgezeichnet war, kapiert, ach, so geht es. Ja. Und war aber Teil davon. Ja, eine Sendung, die Sie mit Jana Azizi und Hans Siegel meistern. Drei Kandidaten aus unterschiedlichen Bereichen, also zum Beispiel ein prominenter Musiker, eine prominente Schauspielerin, ein prominenter Kabarettist, müssen eben schlau auf Fragen antworten. Wie stellt man die Fragen so ein, dass es nicht unfair wird? Wenn ich jetzt nur Fragen nach Musik stelle, hat der eine ja alle Chancen und die anderen beiden keine. Also das hinzukriegen ist ja schon nicht so einfach. Und um mal den richtigen Konjunktiv zu benutzen, es wäre ja unfair, überwiegend Fragen zur Musik zu stellen, weil dann der Musiker ohnehin gewönne. Und sehr schön, vielen Dank für den richtigen Konjunktiv. Sind Sie auch jemand, der den falschen Genitiv korrigiert? Ich mache das manchmal. Ich fühle mich selber unsympathisch dabei. Aber Walter Jens hat mich versaut. Der war der einzige Rhetorikprofessor in Deutschland. Das ist auch interessant. In Frankreich an jeder Uni, in den USA an jeder Uni, in Großbritannien an jeder Uni, in der DDR kein einziger. Und in der Bundesrepublik nur einen einzigen in Tübingen. Wissen Sie, woran das lag? Weil Hitler, Goebbels und diese Leute als gute Rhetoriker galten. Deshalb war das verschrien und das musste erst über Jahrzehnte wieder so einen anderen Stellenwert bekommen. Ganz interessant. Mhm. Aber der saß im Fernsehen und sagte, ja, der Konjunktiv verkommt ja völlig. Alle reden nur noch von sei, wäre, hätte, habe und keiner benutzt mehr den eigentlichen Konjunktiv. Also zum Beispiel, wenn ich Mehl hätte, büke ich einen Kuchen oder backe ich einen Kuchen. Und den Schwachsinn hat er mir eingeredet. Und seitdem korrigiere ich immer bei schriftlichen Interviews immer den richtigen Konjunktiv. Ja, super. Und die Zeitung. Ja. Und ich finde das auch witzig. Aber ich gebe zu, es ist schwer, als Fremdsprache es Ausländerinnen und Ausländern beizubringen. Ja, also ein bisschen was hat doch der echte Konjunktiv. Absolut, ich mag auch den, ich hatte kürzlich den schönen Fall, ich kriege das genaue Zitat nicht mehr hin, weil ich gendere. Normalerweise geht ein Raune durch den Saal. Ich mache das auch tatsächlich, weil ich es oft bequemer finde und es ist so eine Übergangslösung, so eine Art E-Auto der Sprache. Ich weiß gerade nicht, wie es besser geht. So, ja. Und mache das auch, weil ich denke, es ist erstmal richtig, seine Sprache so zu entwickeln, dass man versucht, so wenig wie Menschen auszuschließen oder sie zu verletzen. Und das ist wirklich den größten Shitstorm bekomme ich, wenn ich irgendwo gegendert habe. Und kürzlich schrieb jemand, ich würde ja die Sprache, die deutsche Sprache kaputt machen. Warum? Wegen dem Gendern. Ich muss Ihnen was sagen. Zu meiner Jugendzeit erforderte wegen den Genitiv. Aber nun steht leider im Duden drin, dass auch der Dativ erlaubt ist. Da haben sie sich einfach nach den Versprechern gerichtet. Witzig. Aber jetzt nochmal. Ja. Wer macht die Fragen? Wie macht man sowas? Oh, das weiß ich nicht. Aber es gibt ja so viele Quizshows, dass es da, ich glaube, irgendwo neben der Twix-Fabrik, wo diese beiden Riegel verbreitet sind, gibt es so eine Quizshow-Fragenfabrik. Und die sind schon immer so, dass man im Grunde ohne eine Expertise in einem bestimmten Fach da durch kann. Und dieses Quiz, dieses sehr erfolgreiche Quiz mit Hans Siegel,
bei dem ich partizipieren durfte, das war ja eher so sozusagen die Auffassungsgabe testend. Ne? Man hat auch ja. mal mit Film und so, da musste man also keine Expertise in bestimmten Fachgebieten haben. Und es waren unfassbar komplizierte Regeln. Also wie gesagt, ich habe die erst in der Hälfte der Staffel kapiert. Wie kam es zu Ihrem Buch, Hier kann man gut sitzen, in dem Sie von Eigenheiten von Menschen berichteten, zum Beispiel von Menschen, die im Dorf leben oder jenen, die bei einer Grillparty über eine Grillparty so amüsant, also nee, die daran teilnehmen und Sie schreiben dann darüber amüsant. Wie kommt man dann auf die Idee, ein solches Buch zu schreiben? Das Leben beobachten. Loriot hat mal gesagt, wer gut beobachtet, braucht keine Ideen. Und das stimmt. Das ist natürlich, ich habe natürlich alles überzeichnet. Aber bei ihm war das natürlich auch wirklich eine seltene Fähigkeit. Ich wollte mich gar keinen Fall in denselben ja. im selben Atemzug, aber ich wollte nur, um die Frage ja. zu beantworten. Entschuldigung. Ja, das stimmt schon. Der war schon. Man erlebt ja immer sich. Es genau. ist ja nicht zu fassen. Genau, deswegen. Er geht die Treppe runter und sagt zu seiner Frau, wo ist mein Dings da? Und da sagt die, wo du es hingelegt hast. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, woher kennt er uns denn beide? Ja, ja, genau. Das war wie original, ja. Was machst du denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht um diese Zeit. Also, ja. Fantastisch, wirklich fantastisch. Und in Evergreen, ich kann das immer noch gucken und lache immer noch über Witz, verrückt. Ne? Ja, das, stimmt, obwohl man die stimmt. schon kennt, die Pointen. Ich habe ja in Baden-Baden, hatte ich ein Büro, wegen der Sendung, weil das war ja eine wöchentliche Sendung. Ich war da wirklich tatsächlich, ich hatte da so eine Karte, wo ich die Tür mit öffnen konnte und habe in der SWR-Kantine gegessen. Und ich vermisse eigentlich jetzt gar nicht mal so viel daran. Habe dann in Baden-Baden gelebt eine Weile. Das ist dann eine Zeit lang gut, weil man fühlt sich ausgesprochen jung, also so im Kontrast, aber halt auch sehr arm. Und deswegen dachte ich, ziehe ich doch mal aufs Land. Und ich hatte so eine ganz verquere Vorstellung von einem bukolischen Frieden, dass ich da so sitze, mein Rotweinglas in der Abendsonne schwenke und meine Pferde reiten gegen den Horizont. Und das war eben anders. Also das Landleben ist ganz anders, als ich es in meiner völlig naiven, vielleicht auch schon partiell dummen Vorstellung mir vorgestellt habe. Das wollte ich Sie jetzt sowieso fragen. Also Karlsruhe, darüber haben wir schon gesprochen. In Baden-Baden war ich natürlich auch schon, also Spielcasino, reiche Leute, ältere Leute. Alles und, gut war. Gelaufen? Aber wo, das habe ich nicht gemacht. Ich habe einmal in meinem Leben mit einer Lebensgefährtin gespielt und habe ihr gesagt, pass auf, 200 Mark noch, sage ich, und wenn die weg sind, dann musst du mich daran hindern, neue zu holen, um das wieder zu gewinnen, weil ich mich ja auch kenne. Aber ich habe daraus 400 gemacht. Nein! Wirklich? Wirklich. Und dann sind wir sehr schön essen gegangen. Und dann nie wieder. Sehr gut, gleich die Kohle raushauen. Einmal und das reicht. Wissen Sie, wofür ich einen Instinkt hatte? Hätte ich mir auch nicht zugetraut, wenn die seltene Null kam. Und hat es dann so ein bisschen dann so von wegen... Na klar, wie verrückt. Das war bloß so. Ich war ja da und war schon Politiker und das sollte ja keiner mitkriegen, dass ich es bin. Deshalb haben wir, was ich nicht kann, immer miteinander Französisch gesprochen. Und da standen zwei und guckten immer. Und dann, rien ne va plus. Faites votre jeu. Das muss rausgeschnitten werden. Also insofern, das ist auch interessant, also so kam es ja auch auf die Idee, das Buch zu schreiben. Genau, es ist im Grunde ein Buch über das Leben in der Provinz, das auch ein schönes Leben ist, aber meine verklärte Vorstellung davon war völlig konträr mit der Realität dort. Ich zum Beispiel dachte, dass du an einem Samstag eben ausschlafen kannst. Das ist nicht der Fall, weil um 8.30 Uhr macht der erste... Also er macht nicht das Geräusch mit seinem Mund, sondern er macht einen Rasenmäher anders. Wäre komisch. Und dann ist das ja dann so, dass es ja auch so eine gewisse Aufmerksamkeit der anderen gibt, also der Beobachtenden, weil man will ja fleißig als fleißig gelten. Das heißt also, wenn der Erste um 8.30 Uhr bis 9 Uhr seinen Rasen mäht, macht der Nächste um 9 Uhr. Und das ist so wie so ein olympisches Feuer des Rasenmähens. Es geht bis 12 Uhr, dann ist Mittag. Und diese Erlebnisse und viele andere auch fasste ich in einem leicht dramaturgisch zum Humor überspitzten Buch zusammen. Und wenn ich in Baden-Baden bin, außer dem Platz da, dem berühmten, was soll ich mir anschauen? Also das Buddha-Museum tatsächlich. Also wenn Sie Kunst mögen. Ich mag das ja tatsächlich. Und das ist ein gut kuratiertes Museum, das ist ein schönes Gebäude. Und wenn Sie das mögen, mit anderen Menschen schwitzend nackt in einem Raum zu sein, das klang total falsch gerade. Aber oder wenn Sie gerne in die Sauna gehen, dann gehen Sie ins Friedrichsbad zum Beispiel oder in die Caracalla-Therme. Da können Sie aber vielleicht auch den Intendanten treffen. Ja, wissen Sie, ich war mal auf einem Dorf in Mecklenburg, und weil mein Fahrer, seine Eltern und so, war ja ganz nett, Kuchen gebacken und so.
Und da, das war mein erstaunlichstes Gespräch, das muss ich Ihnen kurz erzählen. Beide waren Rentnerinnen und Rentner. Es gab auch keine Ansprüche Dritter auf ihr Grundstück und Haus. Sie bekamen auch beide eine ganz gute Rente. Dann hatten sie noch ein Schwein, Kuh, ein paar Hühner und ein bisschen Gemüse und Obst und so. Also es ging ihnen wirklich nicht schlecht. Und da habe ich beide gefragt, was fehlt Ihnen? Und das war interessant. Sie antwortete natürlich und sagte, aber er saß auch nett daneben. Und dann sagte sie, drei Sachen fehlen mir. Einmal der Konsum. Ja. Da gab es immer so einen Konsumladen in der DDR. Und da sagt sie, da trafen sich alle Frauen immer zur gleichen Zeit an jedem Tag, außer samstags und sonntags, und haben eine Stunde miteinander gesprochen. Hat man mal eine Flasche Öl gekauft oder was, das war gar nicht weiter wichtig, sondern das war wichtig, sage ich. Und dann die Kneipe. Weil es gab in jedem Dorf zur DDR-Zeit oder fast in jedem Dorf eine Kneipe. Weiß man auch nicht, wie die sich gerechnet haben, aber irgendwie muss es ja funktioniert haben. Und da ging der Mann abends eine Stunde hin, hat ein, zwei Bier getrunken und hatte seine Kommunikation. Ja. Und dann sagte sie, fehlt mir noch die Jahreshauptversammlung der LPG. Das habe ich gar nicht verstanden. Hat sie mir aber gleich erklärt. Und zwar sagt sie, jetzt ist der Supermarkt 8 Kilometer entfernt, da fährt mich mein Mann hin, aber keine Gespräche. Die nächste Gaststätte ist 10 Kilometer entfernt. Wenn er da hinfährt, kann er gar nicht trinken und außerdem kennt er keinen, macht er auch nicht. Und dann sage ich, aber Sie können sich doch gegenseitig einladen, habe ich gesagt. Nicht üblich. Nicht üblich? Nicht üblich. Nur zur Silberhochzeit oder und Silvester, da ja, aber ansonsten lädt man sich untereinander nicht ein. Das würde mich interessieren. War das in Ihrem Dorf anders? Da war es eher so, dass jederzeit die Gefahr bestand, dass jemand unangekündigt kommt. Aber am Tage? Am Tage, ja. Ja, nicht abends. Ne? Selten am Abend, ja. Dass wir... Und die Jahreshauptversammlung habe ich gefragt, der sagte, naja, wissen Sie, da war so Anfang so eine halbe Stunde langweilige Reden. Aber dann wurde ordentlich gegessen, getrunken und getanzt. So, ja. Und da überlege ich mir immer, wie bringt man Kultur aufs Land? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja tatsächlich so, dass es gibt ja auch wirklich ein Gastronomiesterben. Ne? Ja. Das ist, und nicht nur die Ärzte gehen weg, sondern eben auch die Kneipen. Also muss man das alles nüchtern ertragen, das ist schwierig. Wenn ich das wüsste, dann würde ich ein Modell draus machen. Aber dann muss man eben auch über Dinge nachdenken, die sich nicht rechnen. Ja. Ich will immer einen Streit von einer Landrätin mit mir. Die habe ich gefragt, wie oft der Bus vom Dorf zur Kreisstadt fährt. Er hat gesagt, einmal am Tag. Da sage ich, ja, dann sind ja die Leute auf ein Auto angewiesen. Ja. Sie kommen ja gar nicht an. Daraufhin sagt sie zu mir, naja, mehr Fahrten rechnen sich nicht. Ja. Dann sage ich zu ihr, dafür bezahle ich Steuern, damit der Bus fährt, wenn er sich nicht rechnet. Ja. Also, dass man anders an solche Dinge herangehen muss. Ja? Ja. Aber jetzt muss ich Sie etwas naturwissenschaftlich ausbilden, obwohl ich glaube, dass Sie das schon wissen. Wissen Sie, dass der Schwarzwald einer der letzten Wälder in Deutschland mit Tannen ist? Nur 2% unseres gesamten Baumbestandes in Deutschland sind noch Tannen, die meisten davon im Schwarzwald. Nehmen Sie das jetzt einfach als Wissen mit und sagen Sie, dass, wusste ich? Haben Sie es vorher schon gewusst? Ehrlich gesagt, ja. Also ich wusste es wirklich. Ich mag den Wald und ich mag Peter Wohlleben, mit dem ich ein paar Mal beruflich auch zu tun hatte. Ich übernachtete mit ihm auch schon mal, allerdings im Pfälzerwald. Da gibt es nicht so viele Tannen. Ich komme aus einer Familie, in der viel mit Holz geheizt wurde. Mein Vater ist in den Wald gegangen und hat Holz gemacht. Ja. So. Und deswegen weiß ich tatsächlich Dinge über Bäume. Ich stand wirklich mal in dem Schwarzwald, nur kurz, ehrlich gesagt, und habe gestaunt, wie viele Tannen da standen. Ja. Sieht man ja nur. Ist aber auch ein bisschen bedrohlich, weil es immer so ein bisschen alles ein bisschen dunkler macht und so. Also ein Mischwald und ein Blätterwald ist einfach schöner, weil ja, da die immer die haben dort die Kiefer gepflanzt und das war ein Fehler. Die gehörte dort gar nicht hin und die vermehrt sich unheimlich. Dann hat die Tanne keine Chance. Naja, wie das so ist im Leben. Weshalb sind Sie mit Ihrer Frisur ein Albtraum für jede Maskenbildnerin? Das frage ich Sie, wieso fragen Sie mich das? Das wird Ihnen doch schon mal einer erzählt haben. Das kann sein. Ich glaube, das ist nicht mehr so schlimm, weil ich trug die Haare auch schon mal etwas länger. Also ich war ehrlich gesagt einfach zu faul, zum Friseur zu gehen. Und Corona bot einen sehr guten Anlass. Inzwischen gehe ich einmal im Monat. Aber wirklich so, ich gucke nicht in den Spiegel und denke, wird mal wieder Zeit, sondern mein Handy erinnert mich, du musst mal wieder zum Friseur gehen. Und solange käme ich das Resthaar von Thomas Gottschalk in die Stirn, bis es weg ist. Man muss mit dem arbeiten, was da ist. Und warum lieben Sie Tattoos?
Ich liebe keine Tattoos. Ich hatte auch nie vor, mich tätowieren zu lassen. Aber ich musste. Haben Sie kennen ein paar die Geschichte? Ja, wahrscheinlich. Ich erzähle die Geschichte. Ich versuche, sie so kurz wie möglich zu machen. Denn in der Geschichte kommt auch Günther Jauch vor, was die wenigsten wissen. Den ich übrigens gestern in Berlin gesehen habe. Ich war an den Hackischen Märkten, spazierte da so herum. Und da war Günther Jauch und niemand hat sich für ihn interessiert. Warum? Kann ich Ihnen erklären, das ist Berlin. Das Berlin war ja, viel nein, zu cool. Die interessieren sich, ist nicht so. Aber sie sprechen dich nicht an. Ja. Also wir können hier beide in eine Gaststätte gehen und sie sprechen dich an. Es gibt eine Ausnahme, das ist die ständige Vertretung. Weil da nur Rheinländer aber sitzen. Das, genau. Und das so. Kannst du vergessen. Ja, ja. Wirklich. Komm, mein Junge, trinke mal einer. War ich mit meiner Tochter. Jede Minute kam einer wegen einem Foto und hat sie gesagt, die gehen nie wieder mit dir hier hin. Die hatte so die Chance. Ich will dann aber auch nicht unfreundlich sein. Ja, das ist, aber ansonsten ist das ist das Angenehme in Berlin. Und werden Sie gerne angesprochen? Nicht angesprochen. Nein. Nicht? Nicht, wenn ich in der Gaststätte bin. Naja, aber bevor das dritte Bier... Was glauben Sie, wie schön die Frage ist? Sie wollen gerade in Ihr Schnitzel schneiden und da steht jemand und sagt, ich will Sie nicht lange stören. Aber erklären Sie mir doch bitte kurz, was demokratischer Sozialismus ist. dann stehst du vor der Frage, also entweder du gibst das Schnitzel zurück, ja, oder du wirst unfreundlich. Ja. Bin ich ja auch nicht gerne. Ich bin es nie. Also ja. Aber ich werde auch ganz selten nach dem demokratischen Sozialismus gefragt. Insofern. Das wird sich ab jetzt ändern, ja. Sobald das ausgestrahlt ist, ist jede dritte Frage, erklären Sie mir nochmal den demokratischen Sozialismus. Da bin ich dann auch gespannt auf Ihre Antwort. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Begegnung, ich würde also jetzt Tattoos, Sie wollten gerade. Tattoos, ja, genau. Ja. Aber ganz kurz nur, die Begegnungen im echten Leben, und ich hatte in Berlin auch wirklich sehr viele schöne Begegnungen. Ich war vorgestern in Hamburg, ich bin gerade ein bisschen so auf Reise wieder zum Drehen und so, Kurzstrecke drehen, und andere Geschichte. Und auf jeden Fall waren die Begegnungen immer sehr nett und sehr zugewandt und herzlich. Also das ist die echte Welt und diese digitale Welt, in der man sich manchmal nicht traut, Kommentare zu lesen, das ist kein Repräsentant für das, was die Leute so, wie die Leute so wirklich sind. Ja. Das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Zu dem Tattoo. Ich war mal in der Sendung, wie heißt denn die? 5 gegen Jauch, glaube ich. Und da spielt man gegen Günther Jauch und so weiter. Und da habe ich in dieser Sendung habe ich gegen Günther Jauch Dart gewonnen. Und ich dachte, weil ich vorher nie Dart gespielt habe, das ist ein Naturtalent in mir. Ich bin einfach ein verdammt guter Dartspieler. Meine, sozusagen die Synapsenverknüpfung, dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass Günther Jauch ein verdammt schlechter Dartspieler ist, habe ich nicht hingekriegt. 2 Tage später habe ich eine Kurzstrecke mit dem Rapper Materia gedreht. Den habe ich begleitet zu einem Termin, wo er sich als passionierter Angler, Hobbyangler, wo er sich eine Brasse tätowieren lassen wollte, hier auf den Unterarm. Und wir trafen uns zuerst in einer Kneipe, tranken dort Schnäpse, großer Fehler. Also Schnäpse trinken an sich, kein Fehler, machen Sie das. Aber nicht, wenn man danach drehen muss. Und dann forderte er mich zu einer Wette raus und sagt, wir spielen jetzt hier Dart. Ich nehme sogar die Brille ab, damit er nicht so gut sieht. Und sagt auch, er ist ein ganz schlechter Dartspieler. Und wenn du... Was für, weil jetzt, wo ich die Geschichte erzähle, merke ich gerade, was für ein naiver Idiot ich eigentlich bin. Oh Gott. Ja, dann habe ich ihm noch eine Hypothek überlassen, das hätte ich nicht tun sollen. Und dann warf der zuerst, und es war wirklich ganz schlecht, also er war so fair, zuerst zu werfen. Und der Wetteinsatz war, wenn ich gewinne, darf ich bestimmen, was er sich tätowieren lässt. Wenn er gewinnt, lasse ich mir auch diese Brasse, die er sich vorhat zu tätowieren, tätowieren. Auf den Hintern. Und er spielte so schlecht, dass ich dachte, ja klar, jetzt habe ich eine Brasse auf dem Arsch. Das ist die Kurzversion der Geschichte. Wollt ihr sie sehen? Ah, dann wird der Tag kommen, wo Ihre Frau sagt, ich erkenne dich nicht wieder. Ja. Ne? Ja. Stimmt es, dass Sie auch mal Schauspieler werden wollten? Und weshalb möchten Sie gerne einmal synchronisieren? Davon könnte ich Ihnen theoretisch erzählen. Also im Grunde sind wir alle Schauspieler. Ich meine, Sie sind aktiv in der Politik. Also was? Also das ist so ein bisschen, glaube ich, Teil des Berufsbildes. Und in diesen Filmen, die ich gemacht habe, habe ich immer auch aus Mangel an Budget auch immer selbst gespielt und in den Sketchen und so. Aber mache das mit sozusagen dieser dilettantischen Leichtigkeit, dass ich das nie von mir behaupten würde, weil das ist ein ehrbarer. Und also ich habe das Max-Reinhardt-Seminar habe ich abgesagt. Synchronisieren würde ich tatsächlich gerne mal, weil die Arbeit mit der Stimme mich total fasziniert und ich so gerne mal so ein Zeichen. Wissen Sie, was das Schöne am Synchronisieren ist? Haben Sie synchronisiert? Das ist eine technische Disziplin, ja. Und eine inhaltliche. Ja.
Also wenn sie traurig sind, muss das natürlich auch entsprechend klingen etc. Aber sie müssen immer die Zeit einhalten. Ja, ja. Denn es ist nichts Peinlicheres, als die Lippen bewegen sich noch, aber er sagt nichts mehr. Ja. Oder die Lippen sind geschlossen und er quackelt noch. Das heißt, das hinzukriegen ist nicht so leicht. Und da habe ich festgestellt, wie schwer das ist, sich auf beides zu konzentrieren. Also auf die Betonung, wie es so schön heißt, und auf die Zeitlänge. Und das finde ich ja auch beim Weitsprung. Ich verstehe das immer nicht. Du kannst ja doch ein Feld machen. Und egal, wo du losspringst, du nimmst von da den Abdruck, wo er losgesprungen ist, bis dahin, ja, wo er angekommen ist. Aber nein, er muss unbedingt dieses schmale Brett treffen. Ja. Das ist wieder so eine technische Disziplin da drin. Ne? Und es ist toll, oder? Was haben Sie denn synchronisiert? Kinder. Die kamen in der ersten Klasse, kam eine Frau von der Synchron-TV rein. Die lag so neben meiner Schule und alle die mussten Frau? Einen Satz sagen und mich hat sie genommen. Und dann habe ich synchronisiert bis zum Stimmbruch. Und dann war es vorbei. Zum Beispiel Toto und Marcellino, ein sehr schöner italienischer Film, will ich aber jetzt gar nicht weiter erklären. Da habe ich natürlich den Jungen dann gesprochen, etc. Ja. Und erinnern Sie sich am Anfang Satz? Bekam ich das Geld ausgezahlt. Nun war ich 6. Und dann kam Schauspieler mit Taxi an. Und dann machte ich natürlich so. War ja auch sowas. Und bin mit dem Taxi nach Hause gefahren. Das waren 2 Straßenbahnstationen, die man auch noch zu Fuß hätte schaffen können. Ja. Und dann sah das die Leiterin der Kindergruppe und dann habe ich nie wieder Geld gesehen. Dann hat das an meine Mutter überwiesen. Aber heute wäre das gar nicht mehr zulässig, das dem Kind auszuzahlen. Aber damals war das alles irgendwie lockerer. Hm? Das war tatsächlich wirklich, also so viel Kapitalismus ging dann doch. Ja. Der Castorf hat mal gesagt, also ich kämpfe ganz entschieden gegen den Kapitalismus, aber solange er da ist, nutze ich ihn aus, so gut ich kann. Ja. Das ist ja auch was dran. So, sagen Sie uns etwas zu folgenden Stichworten. Peinliche Fernsehauftritte oder Scheitern bei einer Sendung? Mir ist nichts peinlich mehr. Wirklich, das ist ja, das Scheitern ist Teil des Gesamtkonzepts. Wenn man Angst vor dem Scheitern hat, sollte man das hier nicht machen. Und ich glaube auch, dass Scheitern oft unterhaltsamer ist, als allzu erfolgreich abzuliefern. Und so einen richtigen peinlichen Fernsehauftritt von irgendjemand bei Ihnen oder so haben Sie nicht in Erinnerung? Ich werfe mich immer schützend vor die Gäste. Also, ja. Metaphorisch. Das wäre komisch, wenn ich das auf der Bühne täte. Das Ziel muss immer sein, der Gast muss immer gut aussehen. Und wenn, also the joke's always on me, der darf sich nie blamieren, den würde ich immer auffangen. Es gab mal, Guido Kanz hat mal, ich muss leider sagen, versucht mich bei Verstehen Sie Spaß reinzulegen, in denen er die Sängerin Anastasia ferngesteuert hat, die hatte so einen Knopf im Ohr und sollte mich in einem Interview sozusagen ein bisschen aus der Reserve locken. Und ich dachte halt, und sie hat vorher, trinkt kein Alkohol, hat vorher mit Whisky oder so gegurgelt, damit ich rieche, ich bin olfaktorisch hochsensibel, deswegen habe ich das tatsächlich gerochen, als hätte sie sich betrunken. So. Und dann dachte ich auch, Alter, ich mache das 20 Jahre lang, was glaubst du, wie viele betrunkene Leute ich schon auf der Bühne habe sitzen? Also das ist wirklich, überrascht mich. Und das ging schief im besten Sinne, weil ich immer den Instinkt hatte, ich muss die beschützen. Also der Joke muss immer auf mich sein, die muss gut aussehen dabei. Dreh von Werbespots, da gab es wohl auch mal Ärger beim SWR. Hochinteressant. Wie sind Sie an? Weil das ist wirklich intern. Wie sind Sie denn da rangekommen? Das erzähle ich Ihnen nachher. Ah, da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Wir gehen ja später noch was essen, das muss ich unbedingt, wo Sie. Ist ja Quellenschutz auch, ne? Ja. Was man, ja. Also. Wenn ich jetzt über alles, was ich gedreht habe und es später beim SWR Ärger gab, rede, dann wird das eine sehr lange Veranstaltung. Deswegen, es gab mehrere Sachen. Was das, glaube ich, ist, es wurde, der SWR hatte mal in Baden-Baden eine eigene Tankstelle. Mhm. Da konnten MitarbeiterInnen günstiger tanken. Aufreger Thema! Diese Tankstelle wurde aber abgeschafft und verkauft, weil das Grundstück bebaut wurde. Und dann war tatsächlich diese Tankstelle, es ist kein Witz, bei eBay inseriert. Also der SWR verkauft eine Tankstelle bei eBay. Gab jetzt nicht so viele Interessenten, wie man sich vorstellen kann. Und die blieb da so lange drin, es war nicht erfolgreich. Und deswegen dachte ich, greife ich ein bisschen unter die Arme und mache einen Werbespot für die. Und ich habe 2 Versionen dieses Werbespots gedreht, einen seriösen und einen so, wie er bei RTL lief. Und das war natürlich eine überdrehte Persiflage, eine Satire. Und in der Version, mit, wie er bei einem Privatsender lief, gab es, wie soll ich sagen, junge Damen mit wenig Bekleidung, die viel von dem, was sie so an sich hatten, exponierten. Das war natürlich satirisch überhöht, völlig klar, und auch so angekündigt. Aber der Witz verstehe immer noch ich.
Und dann, das ist dann immer unangenehm, wenn man den Witz erklären muss. Das ist wirklich immer sehr unangenehm. Völlig klar. Ja. Was haben Sie von Harald Schmidt speziell dafür gelernt, wenn eine Sendung keine oder keiner guckt? Er hat mal wirklich den sehr klugen, gut, da war er schon bei Sky, aber weil ich habe ja lange eine Sendung gemacht, die keiner guckt. Und da hat er genau das gesagt. Was ist so schlimm daran, wenn man eine Sendung macht, die keiner guckt? Und ich weiß bis heute eigentlich keine richtige Antwort. So. Ja. Man macht sie ja trotzdem für ein paar. Und dann sind die wenigen qualitativ besser und das Feedback, das man von denen bekommt, als die vielen, für die man vielleicht auch inhaltliche Kompromisse eingehen muss, die man gar nicht so möchte. Sagen Sie etwas zu Ihrem Verhältnis zu Stefan Raab? Wir haben nie ein Verhältnis gehabt. Gibt es nicht so viele. Ich hatte mal diese, also ich war bei TV Total mehrmals zu Gast und habe immer sehr gute Gespräche geführt mit ihm nach der Show. Und einmal rief er mich tatsächlich an, als diese Sendung täglich frisch geröstet war. Und ich dachte wirklich eine Zeit lang, es ist Max, also Max Giermann, weil, hallo, hier ist Stefan Raab. Ja, ist klar. So, aber er war das wirklich. Und da ging es dann tatsächlich um diese täglich frisch geröstet. Das Konzept war, jemand moderiert eine Late Night und im Backstage ist sozusagen ein anderer Prominente, der das schon mal gemacht hat und kommentiert das. Und ich sollte aber beides machen, also eine moderieren und eine kommentieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Warum wünschen Sie sich Woody Allen und Conan O'Brien als Gäste? Weil ich Fan bin. Beim einen muss man inzwischen sagen, separate the art from the artist. Und das ist Woody Allen. Aber ich bin Fan des alten Werks und stehe auch noch dazu. Und Conan O'Brien ist so ein bisschen, also ich sehe sehr viele Parallelen in Mindset und der Art, Humor zu erzählen. Und den würde ich tatsächlich gerne noch mal treffen und mal so ein bisschen in der Therapiestunde fragen, wie hat es sich für dich angefühlt, dass eine Late Night abgesetzt wurde? Gibt es auch spezifische soziale und politische Themen, die Sie gerne in Ihren Sendungen ansprechen? Wie wichtig sind Ihnen auch schwierige, kontroverse Themen? Ich finde das sehr wichtig, aber ich würde mich nicht in diesem Kontext dieses Befindlichkeitskabaretts sehen. Also dieses hier, das ist toll und da gibt es aber auch einfach andere, die das viel, viel besser können. Und ich wüsste da auch nicht zu überraschen, weil irgendwie, wenn ich so das gängige Kabarett sehe, denke ich, okay, wir sind eigentlich derselben Meinung so. Da könnte ich jetzt nichts noch hinzufügen, was überraschen würde. Mir ist es lieber, und da kann ich tatsächlich das an einem Beispiel von Conan vielleicht ganz gut etablieren, weil er auch nie ein Political Comedian war, aber durch das, was er macht, schon eine Aussage trifft. Also wenn Trump sagt, er will eine Mauer zur mexikanischen Grenze bauen, dann macht Conan O'Brien die Folge drauf, eine Sendung aus Mexiko. Macht dort aber auch Quatsch. Aber das Statement, von dort eine Sendung zu machen, finde ich in dem Fall sogar fast wertiger, weil es eben nicht so, schaut mal hier, ich mache Kabarett und habe eine Botschaft zu überbringen, sondern er bringt es in diese Selbstverständlichkeit des Humors. Dieser Tradition würde ich mich auch sehen. Wie geht's eigentlich jetzt weiter? Über die Kurzstrecke sprachen wir schon. Was essen? Kann man nun endlich eine Langstrecke von Ihnen erwarten? Wir haben jetzt angefangen, einige Folgen in zwei Teilen zu machen, weil das auch drehökonomisch gut ist und weil wir sonst zu viel Material, das zu gut ist, wegwerfen würden. Also die Folgen werden, also einige ausgesuchte Folgen werden auch mal zweiteilig werden. Es gibt jetzt eine mit Bastian Bielendorfer, die ist gerade aktuell, das ist ein Zweiteiler, und eine, auf die ich mich auch sehr freue, die haben wir schon vor ein paar Wochen gedreht mit dem Bergdoktor Hans Siegel am Ammersee. Das wird gut. Lieber Pierre-Marcel Krause, Sie sind noch jung, finde ich. Das ist auch danke. Ich will Ihnen jetzt was sagen. Das hört erst auf, wenn Sie 50 werden. Bis dahin gibt es immer noch den Satz, das lernt der Junge noch. Ab 50 gibt es den Satz nicht mehr. Jedes Privileg der Jugend ist dann weg. Und es gibt noch kein einziges Privileg des Alters. Die ersten Altersprivilegien kommen ab Vollendung des 60. Lebensjahres. Sie haben noch 3 Jahre Zeit, das Leben zu genießen. Dann kommen die 10 härtesten Jahre im Leben und danach geht es wieder aufwärts. Gott sei Dank! Ich möchte Ihnen aber sagen, dass Sie sehr kreativ und ideenreich sind und Sie deshalb so gut ankommen, weil Ihnen Ihre eigenen Auftritte Spaß machen. Machen Sie einfach weiter so. Wir alle freuen uns darüber und darauf, jetzt und in Zukunft. Danke. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Giesi. Große Freude. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Sie waren toll. Großen Spaß gemacht.
Stage Diving! Gregor Gysi! Großen Spaß gemacht. Dankeschön.